Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Studio 0 plus 2. Sprich, wir sind heute rein remote unterwegs, beziehungsweise irgendwie einfach in der Firma unterwegs, muss man glaube ich sagen. Das ist dann doch realistischer. Heute zu einer besonderen Folge Ulysses plötzt Spiele. Besonders aus mehreren Gründen. Zum einen ist das halt ein sehr seltsames Setup für Ulysses Plötzt, weil normalerweise haben wir für Ulysses Plötzt ja dann immer den Tisch und da müssen wir natürlich das Brett draufpacken, weil wir dann die Brettspiele plötzen und so weiter und so fort. Das machen wir heute anders, deswegen ist es rein remote und wir haben uns dafür was Besonderes ausgedacht. Zum anderen ist es auch nur zwei Personen. Gut, das ist jetzt nicht ganz so besonders, das hatten wir ja auch zwischen den Jahren, wo der Chris mir gezeigt hat, wie man Chainsaw Warrior spielt und es auch fast gewinnt. Wo ich ihm gezeigt habe, dass man auch mit Supercharakteren innerhalb von kürzester Zeit verrecken kann. Auch das ist eine Leistung, das möchte ich anerkannt wissen. Und zu guter Letzt ist das heute eine Premiere, denn die liebe Viola hat sich bereit erklärt, heute mit uns hier zu plötzen. Hallo Vio, wie geht's dir? Hallo Schatz. gut, ich bin total freiwillig hier und ja, freue mich sehr. Ja, sehr schön. Also von daher, ihr wisst ganz genau, das wird heute Abend super. Was ihr mitbeobachten dürft, ist sozusagen ein typischer Abend im Hause Plötzt. Wenn uns niemand beobachtet, so mindestens einmal im Monat, packen wir irgendein altes Spielbuch aus, ein altes Abenteuerspielbuch und spielen das einfach mal. Andere Leute würden sagen so von wegen, ey Schatz, lass uns hier irgendwie Netflix irgendwie gucken oder so weiter und so fort. Oder würden irgendwie in irgendeiner anderen Weise sich den Abend vertreiben. Nein. Wir sitzen da und spielen zum Beispiel wie heute Abend den Hexenmeister vom flammenden Berg. Also wir spielen Dinge, aber wir spielen nicht einmal im Monat Abenteuerspiel. Das tut mir leid, das kann ich so einfach nicht stehen lassen. Vielleicht in deiner Traumvorstellung, in deiner Wunschvorstellung einer idealen Familie spielen wir die ganze Zeit mit dir, aber das tun wir nicht. Und vor allem können wir es nicht leiden, wenn du plötzt. Wir hassen es, wenn du plötzt. Okay, ihr seht, also bei mir zu Hause geht es ganz genauso wie bei euch zu Hause. Das heißt, also auf gut Deutsch, egal was man tut, es wird halt einfach nicht wirklich gewürdigt. Aber total super, dass ihr wieder mit dabei seid, um uns hier dabei zu beobachten, wie wir heute dieses Abenteuerspielbuch spielen werden. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, wie oft meine geliebte Frau es schaffen wird, einfach wahllos irgendwo zu versterben. Oder in irgendwelche Situationen zu geraten, die sie eigentlich hätte vermeiden müssen und so weiter und so fort. Also es wird bestimmt unterhaltsam und ich bin auch schon sehr gespannt darauf, wer von uns beiden dann heute Abend auf der Couch schläft. Egal wie. Also den Ausgang kann ich dir verraten, du. Okay, gut. Also mal gucken, wie lange ich auf der Couch schlafen muss. Vielleicht sollten wir das realistischer betrachten. Der Hexenmeister vom flammenden Berg hatten wir jetzt ja auch gerade erst als Brettspiel, die Brettspielversion bei Ulysses Plötzt. Und daraus kam auch die Idee, dann zu sagen, okay, lass uns auch mal das Abenteuerspiel dazu spielen, also das Buch, weil das ist ja eigentlich das Original. Und was ich total amüsant fand, ich habe mich vorhin gerade mit Vio drüber unterhalten nochmal und dabei festgestellt, obwohl wir inzwischen seit 15 Jahren fast verheiratet sind und seit über 20 Jahren zusammen sind, das eine Sache, die ich überhaupt nicht wusste. Sie hat früher diese Abenteuerspiele-Bücher auch gespielt. Das fand ich jetzt hochgradig faszinierend. Also von daher, Schatz, du bist in meinem Ansehen noch mal unfassbar gestiegen, wenn das überhaupt noch möglich ist. Wie viele von denen hast du denn gespielt? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich weiß nur, dass wir ganze Nachmittage bei Sabrina im Zimmer damit verbracht haben, diese Abenteuerspielebücher durchzuspielen und ich das echt total geliebt habe. Aber ich glaube, wir hatten nicht so die Monsterauswahl. Ich glaube, wir hatten nur so zwei oder drei. Und es ist ja auch nicht so, als würde man irgendwie, wie du so schön gesagt hast, man verstirbt halt dauernd. Ne? Also und wir haben dann halt schon immer wieder von vorne angefangen und ja. Sehr gut. Ich meine, ihr habt euch wenigstens an die Regeln gehalten. Das ist schon mal viel wert. Ja, natürlich haben wir uns an die Regeln gehalten. Ich halte mich immer an die Regeln. Okay, das wiederum ist auch gelogen, liebe Leute. Aber egal wie, machen wir doch einfach an der Stelle weiter. Was uns jetzt natürlich auch noch brennend interessieren würde, wie viele von euch haben das denn selbst gespielt, beziehungsweise kennen das? Und dafür haben wir, sehr gut, und dafür haben wir natürlich unseren Ingo heute wieder mit dabei. Hallo, Ingo. Hallo. Ja, und der gute Ingo wird uns heute wieder eine Umfrage starten mit der Frage einfach, wer kennt es, beziehungsweise wer hat es gespielt? Ich bin mir sicher, da werden ein paar von euch dabei sein. Und ich habe mal zwischendrin kurz reingelesen, als ich heute Zeit hatte.
Ach Gott, das wird nostalgisch. Also ich glaube, ich werde zwischendrin meinen Tränen ausbrechen, weil mich das wirklich, wirklich ganz hart an meine Kindheit erinnert. Aber da wir ja keine Zeit haben, so wie immer, würde ich sagen, wir legen einfach direkt los. Bist du bereit, liebe Bio? Ich bin absolut bereit, sowas von bereit. Sehr schön, dann plötzen wir jetzt dieses Buch. Nein, sag das doch nicht, das nimmt mir den Spaß an der Sache. Wie man die Monster des flammenden Berges bezwingt. Boah, nee, du liest jetzt nicht Ärzte die Regeln. Ich habe gesagt, ich kenne es. Bevor du dich in dein Abenteuer stürzt, solltest du deine Stärken und Schwächen kennen. Darum geht's. Du bist mit einem Schwert, Schild und einem Rucksack ausgerüstet, der den Proviant für deine Reise enthält. Also als erstes musst du dir aufschreiben, Schwert, Schild und Rucksack. Okay, fein. Extra Stift und Papier bekommen, um alles aufschreiben zu können. Du hast dich auf deine Schatzsuche vorbereitet, indem du dich im Fechten geübt und hart trainiert hast, um deine Gewandtheit und Stärke zu erhöhen. Um festzustellen, wie wirksam deine Vorbereitungen waren, musst du würfeln, um deine Anfangszahl in Gewandtheit und Stärke festzustellen. Falls einmal kein Würfel zur Hand ist, kannst du das Daumenkino benutzen. Das ist auch noch sehr geil aus der Zeit damals. Für den Fall, dass man keinen Würfel hatte, ist hier neben ein kleines Daumenkino. Kann ich mich noch daran erinnern, das hat wirklich super funktioniert, bis man dann irgendwann gemerkt hat, dass man immer an derselben Stelle hängen geblieben ist, weil das Buch irgendwann ausgeleiert war. Also von daher kann ich es nicht empfehlen, das Daumenkino allzu lange zu benutzen. Beim ersten Mal ist das allerdings eine wirklich coole Sache und schicke Idee, um auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass man das Spiel spielen kann. Stammt ja noch aus einer Zeit, wo man auch nicht zwingend einen Würfel zur Hand hatte. Okay, also Gewandtheit, Stärke und Glück. Würfle mit einem Würfel, zähle 6 zu der Augenzahl hinzu und trage diese Summe unter Gewandtheit ein. Sofort, warte. Mit einem Würfel hast du gesagt? Mit einem Würfel, genau. Ha, 11. 11, okay, du hast eine Gewandtheit von 11. Ja. Würfle mit 2 Würfeln, zähle 12 zu der geworfenen Augenzahl hinzu und trage das Ergebnis der Stärke ein. 18 plus. Ui, unglaublich gewandt, aber nicht so stark. Außerdem gibt es noch ein Kästchen für dein Glück. Würfel mit einem Würfel, zähle 6 zu der Augenzahl und trage die Summe unter Glück ein. 9. Na, das ist doch durchschnittlich. Ja. Aus Gründen, die weiter unten erklärt werden, ändern sich deine Gewandtheitsstärke und Glückspunkte während eines Abenteuers ständig. Du musst genau über diese Punkte Buch führen und deshalb ist es ratsam, sauber zu schreiben. Deine Anfangspunkte darfst du auf keinen Fall ausradieren, weil man kann immer wieder zu seinen Ausgangspunkten zurückkommen. Also machst du vielleicht ein Kästchen drum oder sowas. Wir haben es jetzt, wir nehmen jetzt nicht das Original in diesem Buch mit dem Abenteuerprotokoll. Nein, ich traue es dir zu, auch all diese unglaublichen Informationen per Hand auf einem Blatt Papier festzuhalten. Es sind aber viele Informationen. Ja. Unglaublich viele. Unglaublich viele. Sehr gut, alles klar. Siehst du mal, wie unglaublich viel ich dir zutraue, mein Schatz. Gut, also du darfst die Anfangspunkte nicht ausradieren. Auch wenn du zusätzliche Gewandtheitsstärke und Glückspunkte gewinnst, dürfen diese normalerweise niemals deine Anfangspunkte übersteigen. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmefälle, in denen die entsprechenden Anweisungen gegeben werden. Deine Gewandtheitspunkte spiegeln deine Geschicklichkeit im Fechten und im Kämpfen allgemein wider. Je mehr du hast, umso besser. Deine Stärkepunkte beziehen sich auf deine allgemeine Konstitution, deinen Überlebenswillen, deine Entschlusskraft und deine körperliche und geistige Fitness. Je höher die Bewertung deiner Stärke ist, umso bessere Chancen hast du. Deine Glückspunkte zeigen an, wie viel Glück du von Natur aus hast. Glück und Magie sind Bestandteile des Lebens im Reich der Fantasie, in das du jetzt auf Entdeckungsreise aufbrichst. Ich hoffe, das war's mit den Regeln. Oh nein, Kämpfe. Oh Gott, okay, ja fein. Lächerlich. Kämpfe. Du wirst oft auf Abschnitte stoßen, in denen du die Anweisung bekommst, mit irgendwelchen Wesen zu kämpfen. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit zu fliehen, doch wenn nicht, oder wenn du so ein Wesen lieber angreifen willst, musst du den Kampf nach folgenden Regeln durchführen. Trage zunächst die Gewandtheits- und Stärkepunkte deines Gegners in das leere Monster-Duellfeld auf deinem Abenteuerprotokoll ein. Das übernehme ich. Ich spiele alle Monster, mit denen du heute konfrontiert wirst. Wunderbar. Schön, oder? Tue ich gerne. Fliehen würde ich übrigens jetzt gerne, weil dieses Geplötze ist echt langweilig. Kannst du mir nicht die Quintessenz zusammenfassen, so wie wir das zu Hause machen, wenn wir Regeln haben? Nein, die Sendung heißt nicht umsonst Ulysses plötzt Regeln. Spiele, Entschuldigung. Ich plötze dir gleich auch mal ein. Die Punkte für jedes Monster sind jeweils dann angegeben, wenn es zum Zweikampf kommt. Und so spielt sich der Kampf ab. Erstens, würfel mit 2 Würfeln für das Monster. Zähle zu dieser Augenzahl seine Gewandtheitspunkte, die Summe ist der Kampfkraft des Monsters. Zweitens, würfel mit 2 Würfeln für dich selbst. Zähle die Augenpunkte zu deinem Gewandtheitswert
Das ist deine Kampfkraft. Dann wird das miteinander verglichen. So. Aber du würfelst das Monster hast du gesagt, oder? Bitte? Du hast gesagt, du würfelst die Monster. Ich würfle die Monster, genau. Okay. Also, wenn du gewonnen hast, verliert das Monster 2 Stärkepunkte. Um ihm noch zusätzlichen Schaden zuzufügen, kannst du dein Glück einsetzen. Da gucken wir gleich nach. Hat das Monster dich verwundet, musst du von deinen Stärkepunkten 2 abziehen. Auch in diesem Fall kannst du dein Glück versuchen. Trage die entsprechenden neuen Stärkepunkte ein und es geht so lange, bis einer von euch beiden tot ist. Punkt. Flucht. Bei einigen Stationen hast du die Wahl, vor einem Kampf davonzulaufen, wenn es ungünstig für dich steht. Wenn du jedoch davonläufst, fügt das Monster dir auf der Flucht automatisch eine Wunde zu. Ziehe 2 Stärkepunkte ab. Das ist der Preis für deine Feigheit. Das ist aber nett, kriegst du direkt gesagt. Beachte dabei, dass du bei dieser Wunde wie üblich von deinem Glück unten Gebrauch machen kannst. Kampf gegen mehrere Monster. Wenn du bei einer Begegnung auf mehrere Monster stößt, werden die Anweisungen im entsprechenden Abschnitt dir genau sagen, wie der Kampf abläuft. Glück. Während deines Abenteuers hast du, entweder bei Duellen oder wenn du in Situationen kommst, in denen du Glück oder Pech haben kannst, die Möglichkeit, dein Glück zu versuchen. Aber nimm dich in Acht. Sein Glück zu versuchen ist eine riskante Sache. Und wenn du Pech hast, kann das Ergebnis katastrophal sein. Und so versuchst du dein Glück. Würfle mit 2 Würfeln. Wenn die geworfene Augenzahl kleiner oder gleich deiner augenblicklichen Glückspunkte ist, hast du Glück gehabt und das Ergebnis schlägt zu deinen Gunsten aus. Ist die geworfene Augenzahl höher als deine derzeitigen Glückspunkte, hast du Pech gehabt und musst die Konsequenzen tragen. Na, das hätte mir auch mal vorher einer sagen können. Weißt du, ich wollte ja, dass der Würfel hochwürfelt, ja, aber... Oh, die Erklärung kenne ich irgendwie von unseren Rollenspielen und so weiter. Du hast mir nicht gesagt, wie hoch ich würfeln muss und so weiter. Ja, du hast mir nicht gesagt, was gut und schlecht ist. Das musst du mir aber vorher sagen, damit ich den Würfel mental beeinflussen kann. Du hast mir vorher noch erzählt, du kennst das Spiel. Also jetzt aufhören mit dem Gequengel. Ich glaube ja noch. Gut, also. Jedes Mal, wenn du versuchst, dein Glücks herauszufordern, musst du von deinen Glückspunkten einen abziehen. Also jedes Mal, wenn du das tust, sinkt dein Glück um 1. Also sei vorsichtig, wann du dein Glück einsetzt. Glück im Kampf. An einigen Stellen in diesem Buch wirst du ausdrücklich aufgefordert, dein Glück zu versuchen. Du erfährst auch, was für Folgen es hat, ob du Glück oder Pech hast. Im Kampf jedoch hast du immer die Wahl, ob du dein Glück dazu benutzen willst, einem Monster, das du bereits verwundet hast, eine noch schwerere Wunde zuzufügen oder die Folgen einer Wunde, die dir das Monster gerade beigebracht hat, zu verringern. Wenn du das Monster verwundet hast, darfst du dein Glück versuchen, wie oben beschrieben. Hast du Glück, hast du ihm eine schwere Wunde beigebracht und darfst nochmal 2 Punkte von dem Stärkewert des Monsters abziehen. Hast du jedoch Pech, weil die Wunde nur ein Kratzer und das Monster bekommt einen Stärkepunkt zurück. Also statt 2 erleidet es nur einen Stärkepunkt Schaden. Wenn das Monster dich verletzt, kannst du ebenfalls dein Glück versuchen, dann läuft es in die andere Richtung. Wenn du Glück hast, kriegst du nur einen Punkt. Wenn du Pech hast, trifft dich der Angriff mit voller Wucht und du nimmst 3 Punkte Schaden. Dir ist schon klar, dass diese Kämpfe 1 Million Jahre lang dauern. Das macht doch den Spaß heute Abend aus. Nein. Wiederherstellung von Gewandtheit, Stärke und Glück. Deine Gewandtheitspunkte werden sich während deines Abenteuers nicht entscheidend verändern. Ab und zu erhältst du vielleicht die Anweisung, deine Gewandtheitspunktzahl zu vergrößern oder zu verringern. Eine Zauberwaffe kann deine Gewandtheit steigern. Aber beachte, dass du jeweils nur von einer Waffe Gebrauch machen kannst. So. Also, die Gewandtheitspunkte dürfen ihren Ausgangswert nie überschreiten, es sei denn, es wird ausdrücklich angegeben. Stärke und Proviant. Deine Stärkepunkte werden sich während deines Abenteuers ständig verändern, da du gegen Monster kämpfst und anstrengende Aufgaben bewältigen musst. Wenn du dich deinem Ziel näherst, kann es sein, dass deine Stärkepunktzahl bedrohlich niedrig ist und Kämpfe deshalb besonders riskant sind. Also, sei vorsichtig. Dein Rucksack enthält genügend Proviant für 10 Mahlzeiten. Das darfst du dir aufschreiben, 10 Mahlzeiten. Du darfst nur dann ausruhen und essen, wenn du ausdrücklich dazu aufgefordert wirst, wobei du jeweils nur eine Mahlzeit verzehren darfst. Mit einer Mahlzeit gewinnst du 4 Stärkepunkte zurück. Wenn du isst, dann zähle 4 Stärkepunkte hinzu und einen Punkt von deinem Proviant ab. Also gehe sorgsam mit deinem Proviant um. Denke auch daran, dass deine Stärkepunkte ihren Anfangswert nie überschreiten dürfen. Glück. Deine Glückspunktezahl kann sich während des Abenteuers vergrößern, wenn du besonders viel Glück hast. Einzelheiten sind dazu in den entsprechenden Stationen abgegeben. Beachte, dass deine Glückspunkte wie die Gewandtheit- und Stärkepunkte ihren Angriffswert nicht überschreiten dürfen. Ausrüstung und Zaubertränke. Du wirst dich mit einem Minimum an Ausrüstung in dein Abenteuer stürzen. Es kann aber sein, dass du unterwegs allerlei Hilfreiches findest. Du bist mit einem Schwert bewaffnet und mit einer Lederrüstung bekleidet. Auf dem Rücken trägst du einen Rucksack mit Proviant, in dem du auch Schätze, die du unterwegs findest, unterbringen kannst. Außerdem trägst du eine Laterne bei dir.
Zusätzlich darfst du eine Flasche voll Zaubertrank mitnehmen. Einen der folgenden Zaubertränke darfst du auswählen. Gewandtheitstrank, Stärketrank, Glückstrank. Was möchtest du haben? Den Stärketrank. Den Stärketrank stellt die anfängliche Stärkepunktzahl wieder her. Den Zaubertrank darfst du während des Abenteuers zu dir nehmen, wenn du willst. Eine Portion dieses Tranks verschafft dir wieder die ursprüngliche Punktzahl für Gewandtheitsstärke bzw. Glück. Jede Flasche enthält zwei Portionen des entsprechenden Tranks. Die entsprechenden Punkte können also zweimal wiedergewonnen werden. Boom. Also hast zweimal einen Heiltrank faktisch. Was, zweimal? Ja, du hast zwei Portionen in dem Trank drin. Mhm. Anmerkungen zum Spiel. Es gibt nur einen richtigen Weg durch das Labyrinth des Hexenmeisters Zagor und du wirst vielleicht mehrere Anläufe brauchen, um ihn zu finden. Doch mit jedem neuen Versuch wachsen deine Erfahrungen und dein Geschick, lernst du dein Glück besser zu nutzen und näherst dich unaufhaltsam deinem großen Ziel. Vielleicht machst du dir bei deinem Weg Aufzeichnungen oder fertigst einen Planer. Der könnte dir bei zukünftigen Abenteuern von Nutzen sein und dir helfen, bisher unbekannte Teile des Höhlenlabyrinths schnell zu durchqueren. Nicht alle Räume enthalten Schätze. In vielen gibt es nur Fallen und irgendwelche Monster, mit denen du unweigerlich aneinander gerätst. Es gibt viele Sackgassen. Und auch wenn es dir gelingt, deinen Weg durch das Labyrinth zu finden, wirst du den Schatz des Hexenmeisters nicht heben können, wenn du nicht unterwegs ganz bestimmte Gegenstände mitgenommen hast. In den Verliesen wirst du einige Schlüssel finden. Falls sie nummeriert sind, vergiss nicht, dir ihre Nummern auf der Ausrüstungsliste zu notieren. Denn nur, wenn du mit den richtigen Schlüsseln beim Schatz des Hexenmeisters ankommst, wirst du die Truhe öffnen und an den Schatz gelangen können. Du musst dich im flammenden Berg auf viele Enttäuschungen gefasst machen. Der eine richtige Weg... Das klingt nach meinem Leben. Ja, das Leben ist nicht fair. Es ist wie ein Hexenmeister im flammenden Berg. Der eine richtige Weg ist mit einem Minimum an Risiko verbunden und jeder Spieler, und auch wenn er noch so wenig Anfangspunkte mitbringt, sollte in der Lage sein, ihn ohne große Schwierigkeiten zu bewältigen. Aber spannend. Sei bloß nicht feige. Aber sei nicht feige, genau, sei nicht feige. Spannend ist es natürlich, die Anzahl der Stationen, die du bis zur Schatzkammer tief im Inneren des flammenden Berges benötigst, zu zählen und zu notieren. So. Frage aus dem Chat. Ja. Darf der Chat mit Rerolls spielen? Für euch? Ja, oh. Bitte. Oh. Für mich, nicht für ihn. Also nur für dich, okay. Nein. Moment. Halt. Bitte. Ja, so nicht. Hier wird fair gemogelt. Also. Was heißt denn, hier wird fair gemogelt? Ja, Rerolls ist gemogelt. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist ein Geschenk der Götter. Der Chat ist heilig. Haben wir hier auch, steht genauso drin, möge das Glück der Götter dich auf deinem Weg ins Abenteuer begleiten. Siehste? Als hättest du es geahnt. Ja. Und jetzt geht's los. Die Legende vom flammenden Berg. Haben wir das Geplötze jetzt echt hinter uns? Ja, wir sind jetzt so cool. Schon im Abenteuer. Das ging also, mega schnell. Oh, ich bin erleichtert. Ja, ging doch, oder? Komm, das geht schlecht. Soll ich noch was anderes? Soll ich noch ein anderes Ding vorlesen? Bitte. Nein, du musst nicht für mich plötzen, bitte. Bitte. Ja, bitte. Da habe ich schon ganz anderes von dir gehört. Na gut. Also, die Legende vom flammenden Berg. In deinen Träumen. Nur ein sehr einfältiger Abenteurer würde sich ein derart gefährliches Unternehmen stürzen, ohne zuvor so viel wie nur irgend möglich über den Berg, seine Bewohner und seine Schätze in Erfahrung zu bringen. Bevor du den Fuß des flammenden Berges erreichst, hast du ein paar Tage bei den Bewohnern eines kleinen Dorfes, etwa 2 Tagesreisen entfernt, verbracht. Da du ein liebenswürdiger Mensch bist, hattest du keinerlei Schwierigkeiten, dich mit den Bauern in der Umgebung anzufreunden. Obwohl du eine Menge Geschichten über das geheimnisvolle Reich des Hexenmeisters Zagor gehört hast, hattest du nicht den Eindruck, dass alle oder auch nur einige auf Tatsachen beruhen. Die Leute aus dem Dorf hatten viele Abenteurer erlebt, die auf ihrem Weg zum Berg bei ihnen Station gemacht hatten, aber nur sehr wenige kehrten zurück. Dass der vor dir liegende Weg extrem gefährlich ist, weißt du mit Sicherheit. Von den Abenteurern, die überhaupt ins Dorf zurückkehrten, zeigte keiner die Absicht, sich ein zweites Mal auf den Weg zum flammenden Berg zu machen. Einiges scheint für das Gerücht zu sprechen, dass der Schatz des Hexenmeisters Zagor sich in einer prächtigen Truhe mit 2 Schlössern befindet, deren Schlüssel von mehreren Monstern im Labyrinth bewacht werden.
Der Hexenmeister selbst ist ein mächtiger Zauberer. Manche behaupten, dass ihm ein magisches Kartenspiel seine Macht verleiht. Andere wiederum sind der Ansicht, sie entstamme den schwarzseidigen Handschuhen, die er trägt. Der Eingang zum flammenden Berg wird angeblich von einer Horde Warzengnomen bewacht. Dummen Wesen, die an nichts anderes als an Essen und Trinken denken. Je weiter man in den Berg vordringt, umso furchteinflößender werden die Monster. Um die innersten Gemächer zu erreichen, muss man einen Fluss überqueren. Es scheint einen regelmäßigen Fährdienst zu geben, aber der Fährmann legt großen Wert auf ein gutes Trinkgeld. Also solltest du ein Goldstück für die Überfahrt zurücklegen. Außerdem haben die Dorfbewohner dir nahegelegt, einen genauen Plan deines Weges anzufertigen, denn ohne diesen würdest du dich im Inneren des Berges hoffnungslos verirren. Als schließlich der Tag deines Aufbruchs gekommen war, strömte das ganze Dorf zusammen, um dir gute Reise zu wünschen. In den Augen vieler, junger wie alter, standen Tränen. Ob es wohl Tränen des Kummers waren, vergossen von Augen, die fürchteten, dich nie wieder lebend zu sehen. Abschnitt 1. Endlich bist du am Ziel deiner zweitägigen Wanderung angelangt. Du ziehst dein Schwert aus der Scheide, legst es griffbereit neben dir auf die Erde und seufzt erleichtert, während du dich auf die moosbewachsenen Felsen niederlässt, um einen Augenblick auszuruhen. Du regelst dich, treibst dir die Augen und blickst schließlich hinauf zum flammenden Berg. Der Berg wirkt wahrhaft bedrohlich. Die steile, zerklüftete Wand, die vor dir aufragt, sieht aus, als sei sie von den Krallen einer gigantischen Bestie zerfetzt worden. Spitze Felsklippen springen in unnatürlichen Winkeln in alle Richtungen. Auf dem Gipfel des Berges kannst du eine grausig rote Färbung erkennen. Wahrscheinlich stammt sie von irgendwelchen exotischen Pflanzen, die dem Berg seinen Namen verliehen haben. Vielleicht wird man sie nie genau wissen, was dort oben wächst, da es offensichtlich unmöglich ist, den Gipfel zu erklimmen. Und nun beginnt deine Schatzsuche. Vor dir liegt ein dunkler Höhleneingang. Du ergreifst dein Schwert, stehst auf und überlegst, welche Gefahren wohl vor dir liegen mögen. Entschlossen stößt du das Schwert in die Scheide und näherst dich dem Höhleneingang. Du blickst in das Dunkel der Höhle und siehst nichts als klitschige Wände und Wasserlachen auf dem felsigen Boden. Die Luft ist nasskalt. Du zündest deine Laterne an und schreitest vorsichtig in die Dunkelheit hinein. Spinnweben streifen dein Gesicht und du hörst das Scharren winziger Füßchen. Wahrscheinlich Ratten. Nach ein paar Metern gabelt sich der Weg. Willst du nach Westen gehen, weiter bei 71, oder nach Osten, weiter bei 278? Das ist jetzt eine echt harte Frage. Rechts oder links? Ja, ich überlege. Ich überlege, mein Gott. Stress mich nicht. Du hast die ganze Zeit geplötzt und ich musste warten. Jetzt musst du mal warten. Ich gehe mir mal einen Kaffee holen, wenn es so lange dauert, wie das gedauert hat, dass ich vorgelesen habe. Na gut, fein, Westen. Nach Westen, also weiter zu 71. Nach einigen Metern macht der Gang eine Biegung nach Norden. Vorsichtig näherst du dich dem Wachposten an der Ecke und als du in die Felsnische blickst, siehst du ein sonderbares, koboldartiges Wesen in Lederrüstung, das auf seinem Posten eingenickt ist. Du versuchst auf Zehenspitzen an ihm vorbeizuschleichen. Versuch dein Glück. 2W6 und dein Glück oder drunter würfeln. Entschuldige mal, in den Regeln stand, hey, sei vorsichtig, wann du dein Glück einsetzt, ja? Jetzt ist hier nicht irgendwie, ich kann den köpfen, während er schläft, ja? Nee, jetzt muss ich hier mein Glück versuchen. Ich will vorsichtig mit meinem Glück umgehen. Warum kann ich den nicht köpfen? Lass mich nochmal kurz nachlesen. Nee, das steht da nicht. Das stand genau da. Ich habe dir zugehört, ausnahmsweise. Okay, 2W6 und drunter? Ja, 9 oder drunter. Ha, 3. Sehr gut, dann hast du jetzt nur noch ein Glück von 8, also dein Glück ist gesunken. Na, toll. Wenn du Glück hast, schnarcht er unbeirrt weiter bei 301. Als ob ich was dafür könnte, was du hier kannst oder was du nicht kannst. Ich freue mich nur über alles, was schief geht. Ja, weil du sadistisch bist. Zu deiner Linken, an der Westseite des Ganges, ist eine Tür aus rohen Holzbrettern. Dahinter hörst du ein kratzendes Geräusch, das von irgendeinem schnarchenden Wesen stammen könnte. Willst du die Tür öffnen?
Wenn ja, dann geht es weiter bei 82. Möchtest du deinen Weg lieber nach Norden fortsetzen, geht es weiter bei 208. Wir gehen mal nach Norden. 208. Du folgst dem Gang und entdeckst nach einiger Zeit eine weitere Tür in der westlichen Wand. Du horchst daran, hörst aber nichts. Wenn du versuchen möchtest, die Tür zu öffnen, geht es weiter bei 397. Willst du deinen Weg nach Norden fortsetzen, geht es weiter bei 363. Weiter nach Norden, 363. Nachdem du dem Gang eine Weile gefolgt bist, gelangst du an eine dritte, ähnliche Tür. Du horchst daran und verziehst schaudernd das Gesicht, denn dahinter ertönt der schlimmste Gesang, den du je gehört hast. Willst du hineingehen, um herauszufinden, wer diesen schauerlichen Lärm veranstaltet, weiter bei 370, oder lieber weitergehen, weiter bei 42? Ich gehe weiter. 42. Schließlich erreichst du das Ende des Ganges, wo sich der Weg gabelt. Du kannst entweder nach Westen gehen, weiter bei 257, oder nach Norden, weiter bei 113. Wir gehen weiter nach Norden. 113. Du kommst zu einer weiteren Weggabelung, an der du entweder nach Norden abbiegen, weiter bei 285, oder weiter nach Osten gehen kannst. Wir bleiben bei Norden. 285. Auf der rechten, östlichen Seite des Ganges entdeckst du eine verwitterte Tür. Du legst dein Ohr an das Schlüsselloch und hörst, wie jemand drinnen um Hilfe ruft. Willst du die Tür öffnen, weiter bei 213 oder weitergehen, weiter bei 314? Unbedingt öffne ich die Tür. Ich meine, wenn da jemand Hilfe braucht, dann... Hilfe! Komm doch endlich rein! Wir wollen mit dir kämpfen! Die Tür ist verschlossen. Du kannst versuchen, sie aufzustoßen, indem du mit zwei Würfeln würfelst. Ist die gewürfelte Augenzahl kleiner oder gleich deiner Gewandtheit, springt die Tür auf, weiter bei 36. Liegt die Augenzahl höher als deine Gewandtheitspunkte, bleibt die Tür verschlossen. Du verlierst deinen Stärkepunkt, weil du dir einen Bluterguss an der Schulter geholt hast und musst deinen Weg fortsetzen. 5. Das ist unter meiner Gewandtheit. Genau. Dafür musst du auch nichts abziehen. Das musst du nur bei Glück. Also, bei 36 geht's weiter. Bam. Die verschlossene Tür springt auf und ein ekelerregender Gestank steigt dir in die Nase. Der Boden in dem dahinterliegenden Raum ist mit Knochen, vermoderten Pflanzen, klitschigem Schlamm bedeckt. Ein alter, in Lumpen gehüllter Mann mit weißem, zottigem Haar stürzt schreiend auf dich zu. Sein Bart ist lang und grau und in der Hand schwingt er ein hölzernes Stuhlbein. Ist er nur einfach verrückt oder handelt es sich um eine Falle? Du kannst ihn entweder anschreien, um ihn zur Vernunft zu bringen, weiter bei 263, oder dein Schwert ziehen und ihn angreifen. Ich brülle ihn an. 263. So laut du kannst, brüllst du. Du bist frei, alter Mann! Sofort hört er auf zu toben. Mitten in der Bewegung hält er inne, sinkt zu Boden und beginnt laut zu schluchzen. Nachdem er sich allmählich wieder beruhigt hat, dankt er dir überschwänglich. Du redest mit ihm, weil du hoffst, auf diese Weise hinter einige Geheimnisse des flammenden Berges zu kommen, und er fängt an, dir seine Geschichte zu erzählen. Vor vielen Jahren hat er sich genau wie du als Abenteurer auf die Suche nach dem Schatz des Hexenmeisters gemacht. Er wurde von den Scheusalen gefangen genommen und als eine Art Haustier für die Monster in dieses Verlies geworfen. Du fragst ihn, ob er dich auf deinem Weg ins Innere des Berges begleiten möchte, aber er hat nichts anderes im Sinn, als diesen schauerlichen Ort zu verlassen. Du fragst ihn, fragst ihn um Rat, aber er meint, er wisse nur sehr wenig. Er rät dir, dem Fährmann freundlich zu begegnen. Er sagt dir, dass du den rechten Hebel betätigen musst, um das eiserne Tor am Ende des Ganges zu öffnen. Außerdem habe er erfahren, dass die Schlüssel zum Bootshaus von einem Mann und seinem Hund bewacht werden. Ihr schüttelt euch die Hände, er verlässt den Raum und dann trennen sich eure Wege. Du bekommst einen Glückspunkt geschenkt. Mhm. Ich hoffe, du konntest dir alles merken und ich habe nicht zu schnell vorgelesen. Ich bin noch am Schreiben. So, Glückspunkt wieder dazu. Ja. Genau. Zack. Und dann geht es weiter bei 314. Du folgst dem Gang und kommst an eine Tür an der Ostwand. Du horchst daran, kannst aber nichts hören.
Willst du die Tür öffnen, um zu sehen, was dahinter liegt? Weiter bei 223? Oder gehst du lieber weiter? Weiter bei 300? Ich öffne diese Tür jetzt. 223. Die Tür ist fest verschlossen. Du kannst versuchen, sie mit Gewalt aufzubrechen. Weiter bei 63. Oder deinen Weg fortsetzen. Weiter bei 300. Ich versuche sie aufzubrechen. 53. Du sprengst die Tür auf, indem du mit deiner Schulter dagegen rennst. Würfel mit zwei Würfeln. Ist die gewürfelte Zahl kleiner oder gleich deinen Gewandtheitspunkten, geht die Tür auf. 9 und das ist immer noch drunter. Sehr gut. Also, dann springt die Tür auf. Bumm. 155. Die Türfüllung splittert der Länge nach und du kannst ein paar Holzstücke herausreißen, um dir Zugang zu verschaffen. An einer Wand hängt eine Fackel, die ihr Licht auf eine kleine mit Schwertern, Schilden, Helmen, Dolchen, Brustpanzern und ähnlichem bestückte Waffenkammer wirft. Du untersuchst das Waffenarsenal, findest jedoch nichts, was deinem eigenen Schwert überlegen wäre. Da fällt dir ein eiserner Schild mit einer goldenen Mondsichel ins Auge. Du hebst ihn auf und stellst fest, dass er ziemlich schwer ist. Wenn du willst, kannst du diesen Schild mitnehmen. Er wird dir im Kampf von Nutzen sein, da er dich vor Verwundungen durch irgendwelche Monster schützt. Wenn dich in Zukunft bei einem Kampf, bei dem du diesen Schild trägst, ein Monster verwundet, darfst du einen Würfel würfeln. Würfelst du eine 6, kann dir das Monster nur einen Schadenspunkt anstelle von 2 zufügen. Fügt dir das Monster aus irgendwelchen Gründen nur einen Punkt Schaden zu, dann würde das Würfeln einer 6 bedeuten, dass du überhaupt nicht verwundet wirst. Andererseits ist der Schild sehr schwer und du musst irgendeinen anderen Ausrüstungsgegenstand zurücklassen. Berichtige deine Ausrüstungsliste dementsprechend, um ihn zu tragen. Ich lasse meinen anderen Schild da und tausche ihn gegen diesen tollen Schild. Ich glaube, so war das nicht gedacht, vermute ich mal. Aber so machen wir das, weil du hattest ja ein Schild. Das ist okay. Das lasse ich. Das steht hier. Wobei, ich habe mein Schild. Ja, also lieber Chat. Also ich muss jetzt mal die Götter befragen. Also das ist, finde ich, an der Stelle, das Götter zu befragen. Lieber Chat. Ja. Wie seht ihr das denn als Götter dieser Welt? Ist das ein fairer Tausch? Ja oder nein? Schreibt es bitte in den Chat rein. Unser lieber Ingo wird das dann gleich überprüfen und uns entsprechend mitteilen, was dabei rausgekommen ist. So läuft das hier in der Welt. Guck mich nicht so an, ich habe die Regeln nicht gemacht. Entschuldige, du musst einen Ausrüstungs... Was ist daran so schwer zu verstehen? Ich meine, du musst einen Ausrüstungsgegenstand da lassen. Ich entscheide mich für mein Schild und nehme den anderen Schild. Ja, aber vielleicht war der gar nicht, sollte der gar nicht aufgeschrieben werden. Ich weiß nicht. Also der Chat ist ziemlich eindeutig dafür. Ja. Ich liebe den Chat. Der Chat ist so cool und du bist echt ein böser Ehemann. Ein böser Ehemann. Ey, man muss das auch wenigstens mal versuchen dürfen. Also keine Leckerlis für dich, pfui. Außerdem habt ihr beide ein Reroll gespendet bekommen. Schon Dankeschön. Vorhin. Sehr cool. Und, wenn ich gerade schon mal dran bin, der Chat wünscht sich, dass ihr die Stats bitte einblendet. Also hier Glück, Geschicklichkeit und Stärke, das würde ich machen. Ich habe nur den Überblick verloren. Glück war es, glaube ich, 9, ne? Genau. Ja. Und Stärke Glück und Gewandtheit? 11 und 18. Stärke? Also Gewandtheit 11 und okay. Stärke 18. Alles klar. Gewandtheit 11, Stärke. Genau. Dankeschön. Was nicht besonders stark ist. So, jetzt sag mir nochmal, was mein toller Mondsichelschild macht. Immer wenn du verwundet wirst, darfst du würfeln. Wenn du eine 6 würfelst, also im Kampf, dann geht es nur um Kampf, wenn du eine 6 würfelst, nimmst du einen Punkt Schaden weniger. Also, mein ich und mein Mondsichelschild, ja. Den ich gegen mein anderes Schild getauscht habe, wir gehen wieder in den Gang hinaus. Die Tür ist nicht verschlossen und gibt bei der ersten Berührung nach. Der vor dir liegende Raum scheint eine kleine Folterkammer zu sein, an deren Wänden verschiedene Martergeräte hängen. In der Mitte des Raumes machen sich zwei kleine, bucklige Wesen einen höllischen Spaß mit einem Zwerg, der an beiden Handgelenken an einem Haken an der Decke gebunden ist. Mit teuflischem Vergnügen piesacken die zwei Buckligen ihn mit ihren Schwertern. Der Zwerg schreit noch ein letztes Mal und schließt dann die Augen. Seine Peiniger machen enttäuschte Gesichter und schleudern dann wütende Blicke auf dich, als wäre es deine Schuld, dass der Zwerg ohnmächtig geworden ist. Du musst rasch handeln, wirst du. Die Tür schnell wieder schließen und den Gang entlang laufen, weiter bei 303. Dein Schwert zücken und den Kampf mit den beiden aufnehmen, weiter bei 19. Zum Zwerg hinübergehen und ihm mit deinem Schwert einen Hieb versetzen und damit die Buckligen zum Lachen bringen, weiter bei 68.
und bekämpfe diese Kreaturen. Okay, du ziehst dein Schwert und stürzt dich auf die beiden Biester. 19. Diese zwei Bösewichte sind Kobolde. Sie greifen dich nacheinander an. Der erste hat Gewandtheit 5. Oh Gott. Und Stärke 5. Oh, das könnte einseitig werden. Okay, das heißt, du darfst mit 2W6 würfeln. Ich würfle mit 2W6, dann vergleichen wir das Ergebnis. Ich komme beim ersten Angriff auf 12. Das ist schön für dich. Ich komme auf 6. Plus Gewandtheit. Ach so, plus Gewandtheit. Ja, dann sind es... Sag mal, dann sind... Du hast schon zugehört, als ich die Regeln geplötzt habe, oder? Ja, aber es ist länger als 5 Minuten her und ich habe ADHS. Ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Gut, also 2W6 plus deine Gewandtheit. Okay, das sind, warte, 6 und 11. Oh Gott, oh Gott. Okay, du kannst übrigens nicht weniger als 13 würfeln, wenn du eine 11 hast. Das heißt, auf die 12 kommst du nicht. Ja, alles fein. Mein Gott. Okay, gut. Der erste ist ein... Du triffst den ersten Kobold. Gar keine Frage. Oh, die sind eh schlecht. Okay, jetzt komme ich immerhin auf 13. Rot. Warte mal. Okay, das ist eine 6, das sind 9. 20. Platsch. Okay, er hat noch einen Punkt. Du könntest jederzeit übrigens dein Glück benutzen, um zu versuchen, mehr Schaden zu machen. Nö. Okay, oh, ich komme wieder auf 13. Das sind echt harte Gegner. Das ist großartig. Ich komme auf 15. Platsch. Okay, du hast den ersten getötet und dann stürzt sich schon der zweite auf dich. Ha. Okay, den ersten Schlag musst du gar nicht würfeln, weil du kannst nicht so niedrig kommen wie ich. Ich kann nicht unter 11 kommen. Ja, okay. Ja. So. Ha, 13. Er kann immerhin einen Unentschieden rausholen. Ja, das, nein. Nein, 17. Okay, du hast beide von den Kobolden erschlagen und es geht weiter bei 317. Hat er nicht noch einen Lebenspunkt? Nein, ich hatte zweimal so miserabel gewürfelt, dass du keine Chance hattest, dich von ihm verletzen zu lassen. Ja. Der hatte insgesamt 6. Du machst jedes Mal 2 Punkte Schaden, wenn du triffst. Ja. 2 und 2. Und dann hatte ich einmal eine 13. Dann hast du es wieder geschafft, richtig zu würfeln. Das sind zusammen 6. Gleich tot. Also nochmal. 2 plus 2 plus 2 sind 6. Wir haben bei dem zweiten nur 2-mal gewürfelt. Achso, stimmt. Du hast mir gesagt, ich muss nicht würfeln. Okay, ja, alles gut. Ich habe deinen miesen Wurf vergessen, weil... Ja, mein Gott. Okay, ich mache den Zwerg ab. Okay, kann ich akzeptieren. Du schneidest den Zwerg ab. Wie du schon vermutet hast, ist der Mause tot. Du durchsuchst die Taschen. Nein. Kann ich ihn wiederbeleben? Nein. Nein, wir fangen jetzt nicht an, deinen Zwerg rum zu wiederbeleben. Nein. Du durchsuchst die Taschen der zwei Kobolde und findest ein großes Stück süßlich riechenden Käse. Wenn du ihn mitnehmen möchtest, stecke ihn in deinen Rucksack und verlasse den Raum Richtung Norden. Das heißt, du hast ein Stück Käse. Ja. Weiter bei 303. Du erreichst das Ende des Ganges, das auf einen weiteren von Osten nach Westen verlaufenden Gang stößt. Ein eisernes Fallgitter versperrt dir den Weg und gibt nicht nach, so heftig du auch da dagegen drückst. An der Wand zu deiner Rechten entdeckst du 2 Hebel, die anscheinend zum Öffnen des Gitters da sind. Willst du den rechten Hebel ziehen oder den linken? Oh, ich glaube, ich ziehe nicht den linken Hebel, sondern den rechten. Okay, dann geht's weiter bei 128 und wir gucken mal nach, ob der dich nicht angelogen hat. Du hörst ein dumpfes Poltern und der Boden unter dir bebt. Langsam und mit einem Höllenlärm erhebt sich das Fallgitter und verschwindet in der Decke. Jetzt stehst du an der Weggabelung. Wendest du dich nach Westen, weiter bei 210, oder nach Osten, weiter bei 58? Nach Westen. Nach Westen, weiter bei 210. Nachdem du den Weg ein Stückchen gefolgt bist, kommst du an eine weitere Gabelung, an der du entweder geradeaus nach Westen, 225, oder nach Norden, weiter bei 357, gehen kannst. Nach Norden. Nach Norden, 357.
Der Weg führt ein gutes Stück nach Norden und weitet sich dann zu einem großen Felsgewölbe mit rauen Wänden, durch das anscheinend kein Weg führt. Möchtest du zur Kreuzung zurückkehren, 269, oder in die Höhle vordringen, weiter bei 57? Ich will weiter in die Höhle vordringen. Weiter bei 57. Als du die Höhle betrittst, hörst du hinter dir laute Fußstapfen, die auf dem felsigen Boden ein malmendes Geräusch machen. Du kauerst dich in eine kleine Felsnische neben dem Eingang. Die Tritte werden lauter und du siehst, wie ein furchterregender Riese die Höhle betritt. Er ist weit über 2 Meter groß und mit einem schlecht sitzenden Fellgewand bekleidet. In einer Hand hält er eine riesige Holzkeule. Was wirst du tun? Ihn bei seinem Eintreten angreifen, weiter bei 16. Versuchen, unbemerkt hinauszuschlüpfen, weiter bei 2. Versuchen, ihn abzulenken, indem du etwas in die entgegengesetzte Ecke der Höhle wirfst. Weiter bei 119. Ich versuche, ihn abzulenken. Ablenken, 119. Du suchst in deinem Rucksack nach etwas, das du an das andere Ende der Höhle werfen kannst. Sieh auf deiner Ausrüstungsliste nach, entscheide dich für einen Gegenstand und streiche ihn von deiner Liste. Findest du nichts Geeignetes, musst du eben ein Goldstück werfen. Der betreffende Gegenstand landet mit Geklirr am anderen Ende der Höhle. Jetzt wird's schwer. Ja, sehe ich auch so. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich meine, da liegen doch Steine rum. Ich bin in der felsigen Höhle. Also wirklich. Also, nochmal. Soll ich nochmal vorlesen? Nein. Nein. Wie viele Goldstücke habe ich denn? Ja, gar keine. Du bist ja an allen Türen vorbeigegangen. Ja, da kann ich nichts für. Was? Alles deine Entscheidung. Guck mich nicht so an. Was ist, wenn ich den Riesen mit Käse fütter? Du kannst ja den Käse werfen. Das geht, klar. Das ja, ist dann, der klirrend und... Es ist praktisch gesehen möglich. Es ist ein Gegenstand. Es ist halt mehr so ein Hartkäse. Ja, ich werf halt den Käse. Okay, du wirfst den Hartkäse weg. Der ist und, weg. Und wenn der Riese auch nur so ein bisschen wie mein Mann wäre, würde er ihm hinterher springen. Ja. Der Riese sieht in die Richtung des wundervoll duftenden Käses aus und geht hin, um nachzusehen. Währenddessen kannst du hinausschlüpfen und gehst den Gang zurück zur Kreuzung. Weiter bei 269. Ja. Du kommst an die Kreuzung zurück und hältst dich nach Westen. Weiter bei 225. Der Gang führt nach Westen weiter und macht nach einiger Zeit eine Biegung in nördlicher Richtung. Schließlich kommst du an eine Gabelung, an der ein schmaler Gang nach Westen abzweigt. Gehst du weiter Richtung Norden, weiter bei 77, oder biegst du nach Westen ab, weiter bei 63? Ich gehe weiter Richtung Norden. Nach Norden, 77. Nachdem du dem schmalen Gang einige Meter gefolgt bist, kommst du an eine Gabelung, wo du entweder nach Westen oder nach Osten gehen kannst. In der Nordwand ist eine kleine Felsnische im Gestein, wo du dich ausruhen und von deinen Vorräten essen kannst, ohne gesehen zu werden. Wenn du willst, kannst du dich hier ausruhen. Danach kannst du entweder nach Osten, weiter bei 345, oder nach Westen, weiter bei 18 weitergehen. Nach Westen. Nach Westen, die 18. Und ausruhen ist nicht, weil warum auch? Ich bin ja. Ja, dir geht's ja super. Du hast ja alle Monster umgangen. Geschickt, wie du warst. War gut. Sollst du den Monstern ausweichen, haben wir ja gelernt. Du folgst dem Gang in Richtung Westen. Nach etwa 50 Metern biegt er nach Norden ab. Nach 2 oder 3 Schritten gibt der Boden unter deinen Füßen nach und du versuchst zurückzuspringen. Versuche dein Glück. Ja, unter der 9. Also ich habe 5 gewürfelt. Sinkt jetzt auf 8. Ja. Wenn du Glück hast, gelingt es dir rechtzeitig zurückzuspringen, bevor sich eine Grube auftut. Hast du Glück gehabt, tätest du besser daran, zur Kreuzung zurückzukehren. 261. Du erreichst die Kreuzung und gehst nach Osten weiter bei 345.
Du folgst dem Gang nach Osten. Nach einiger Zeit biegt er nach Norden ab. Bald kommst du wieder an eine Gabelung, bei der du entweder geradeaus gehen, weiter 381, oder links in einen nach Osten führenden Gang abbiegen kannst, der sich nach einiger Zeit nach Norden wendet, 311. Also dieser Gang nach Osten, von dem ich jetzt schon weiß, dass er irgendwann nach Norden geht, den nehme ich, 311. 311. Der Gang endet an einer Tür, hinter der jedoch kein Geräusch zu vernehmen ist. Als du die Klinke herunterdrückst, öffnet sich die Tür und du blickst in einen großen quadratischen Raum. Er ist völlig kahl bis auf den Boden, dessen Kacheln sich zu einem Mosaik zusammenfügen. Zwei Formen stechen dir besonders ins Auge. Sternförmige Kacheln und solche, die die Form einer Hand haben. An der gegenüberliegenden Wand ist eine Tür. Wirst du durch den Raum zur Tür gehen, 305, den Raum durchqueren, indem du nur auf Sterne trittst, 178, den Raum durchqueren, indem du nur auf Hände trittst, 108. Ich trete nur auf Hände. 108. In dem Augenblick, in dem dein Fuß die erste handförmige Kachel berührt, hast du das Gefühl, als würde ein Schraubstock deinen Knöchel umklammern. Tatsächlich ist es eine weiße, geisterhafte Hand. Einen Augenblick drohst du, das Gleichgewicht zu verlieren, fängst dich aber noch rechtzeitig. Doch zu deinem Entsetzen musst du feststellen, dass aus jeder handförmigen Kachel auf dem Boden eine ähnliche Erscheinung auftaucht und der ganze Boden jetzt über und über mit gespenstischen Händen übersät ist, die in die Luft ragen, um dich zu greifen. Du ziehst dein Schwert und schlägst auf die Hand, die dein Bein umklammert hält. Wie wird der Kampf ausgehen? Geisterhand. Gewandtheit 6, Stärke 4. Okay. Es ist immer noch für Anfänger. Die Hand kommt auf 14 und hat damit das erste Mal überhaupt die Chance, dich zu besiegen. Tut sie aber nicht. Schade. Okay. Und dann schlägt sie nochmal zu und kommt auf 10 und hat damit keine Chance, sich von... Also, nein. Du gewinnst. 185. Von Sehr wegen, schön. Das dauert so lange. Man muss einfach nur am Anfang gut würfeln und dann kommt man auch durch. Die Hand scheint alle Kraft zu verlieren und sinkt zurück in den Boden. Gleichzeitig hören schlagartig alle anderen Hände auf, sich zu bewegen und verflüchtigen sich. Diesmal entschließt du dich, auf die sternförmigen Kacheln zu treten und setzt deinen Weg vorsichtig in Richtung Nordtür fort. Die Tür öffnet sich. Du gewinnst 2 Glückspunkte. Sehr schön. Dann bin ich bei 10. Nein, bis zum Maximum. Mann, dann bin ich bei 9. Nicht dauernd jammern. Einfach sich mal von dem Abenteuerbuch richtig verklatschen lassen. Das ist das Motto des Abends. 120. Am Arsch die Waldfee. Der Gang, auf den du gelangst, führt nach Norden und du folgst ihm bis zu einer Abzweigung. Hier kannst du entweder weiter nach Norden gehen, 23, oder dich nach Westen wenden, 69. Weiter nach Norden. Weiter nach Norden, 23. Der Gang endet an einer massiven Tür, an deren unteren Rand zu deiner Überraschung ein Lendenschurz genagelt ist. Du legst das Ohr an die Tür, kannst aber nichts hören. Willst du ist das aufmachen? Sowas wie die Socke an der Türklinke? Ich bin mir gerade auch nicht sicher, aber mein Gedanke war ähnlich. Ja? Wer hätte seinen Lendenschurz hingekriegt? Also, aufmachen, 326, oder zur Abzweigung zurückkehren, 229. Ja, ich mache sie auf jeden Fall. 326. Du öffnest die Tür und gelangst in einen kleinen Raum mit nackten Felswänden. An der gegenüberliegenden Wand hängt ein goldener Schlüssel. Willst du versuchen, an den Schlüssel zu gelangen, weiter bei 35, oder darauf verzichten und zur Weggabelung zurückkehren, 229? Ich bin auf jeden Fall an diesen Schlüssel. Wer weiß, wie viele Schlüssel wir schon nicht gesehen haben. Ja, ich weiß. 35. Sobald du in den Raum getreten bist, knallt die Tür hinter dir zu. Gleichzeitig hörst du ein Klicken und Zischen. Durch ein Loch in der Decke dringt ätzender Dampf und füllt den Raum. Du dringst nach Luft und musst husten. Du blickst auf die Tür und dann auf den Schlüssel. Machst du kehrt und flüchtest aus diesem Zimmer, weiter bei 136, oder hältst du den Atem an und versuchst erst noch an den Schlüssel zu gelangen? 360. Ich versuche auf jeden Fall an den Schlüssel zu gelangen. 361.
Go for it. Du reißt den Schlüssel vom Haken. Er trägt die Nummer 125. Also goldener Schlüssel, 125. Ja. Aber deine Lungen scheinen gleich zu zerplatzen. Würfel mit zwei Würfeln. 7. Bist du unter deiner Gewandtheit? Ja. Dann schaffst du es, den Raum zu durchqueren und zur Tür zu gelangen. 136. Du erreichst die Tür, machst dich am Schloss zu schaffen und kannst es schließlich öffnen. Du stürzt hinaus, schlägst die Tür hinter dir zu und holst tief Luft. Geh zurück zur Kreuzung. Weiter bei 229. Du gelangst wieder an die Kreuzung und wendest dich diesmal nach rechts. Weiter bei 69. Du gehst den Gang entlang, der nach einiger Zeit nach Norden abbiegt und dich schließlich wieder an eine Gabelung bringt. An dieser Weggabelung entdeckst du einen in den Fels gehauenen Pfeil, der nach Norden zeigt, und beschließt, ihm zu folgen. Weiter bei 244. Ja, das ist ein Pfeil, den folge ich. Der Gang verläuft geradewegs nach Norden. Vor dir kannst du das Plätschern eines unterirdischen Baches hören. Die Luft ist kühl und frisch. Nach einiger Zeit weitet sich der Gang und du gelangst an ein Flussufer, bist jedoch ganz verzweifelt, als du erkennst, dass es keine Möglichkeit gibt, auf die andere Seite zu gelangen. In Richtung Osten fließt der Fluss durch eine Höhle in den Felsen. Du kannst dich entweder hinsetzen, dich ausruhen und von deinem Proviant essen, oder den anscheinend einzig möglichen Weg nach vorne einschlagen, nämlich indem du in den Fluss zu springen und stromabwärts zu schwimmen. Weiter bei 399. Ja, also ich springe in den Fluss. Yay! Baden gehen, sehr gut, okay. Die Strömung ist sehr stark und trägt dich schnell flussabwärts. Sie spült dich durch einen schmalen Durchschlupf in eine große Höhle, in der der Boden zu beiden Seiten ansteigt. Die Strömung trägt dich ans südliche Ufer. Weiter bei 218. Du bist am Südufer des unterirdischen Flusses, dessen undurchdringliche Schwärze große Tiefe verrät. Du blickst zum anderen Ufer hinüber, das du, wie es scheint, auf viererlei Weise erreichen kannst. Zu deiner Linken hängt eine verrostete Glocke mit einem Schild, auf dem steht: Fähre, 2 Goldstücke, bitte läuten. Daneben liegt ein kleines Floß mit einer langen Holzstange im Sand. Du könntest versuchen, über den Fluss zu starken. Zu deiner Rechten führt eine baufällige alte Brücke über den Fluss. Wenn du keiner der 3 Möglichkeiten vertraust, kannst du auch schwimmen. Welchen Weg wählst du? Du läutest, weiter bei 3, du versuchst es mit dem Floß, 386, du versuchst es mit der Brücke, 209, oder du schwimmst, weiter 316. Ich versuche es mit der Brücke, weil ich habe einfach das Gold nicht. Ja, hätte ich mal vorher Türen aufgemacht und Monster ausgenommen. Genau. Du weißt doch, wie Dungeons funktionieren. 209. Die Brückenplanken sind völlig morsch und verrottet. Plötzlich gibt eine unter deinem Gewicht nach. Würfel mit einem Würfel. Mit einem? Mhm. 4. Würfelst du eine 6? Geht es weiter da. Landest du mit einem Platscher im Fluss, weiter bei 158. Würfelst du eine 1 bis 5, hast du noch einmal Glück gehabt, weiter bei 47. Ja, dann habe ich wohl noch mal Glück gehabt. Mhm. In der Mitte des Flusses beginnt die Brücke unter deinem Gewicht zu schwanken. Als du dich gegen das Geländer lehnst, gibt es nach. Würfel mit einem Würfel. Eine 1. Würfelst du eine 1 bis 5, gewinnst du im letzten Augenblick das Gleichgewicht, weiter bei 298. Also du gehst nicht über die Brücke, ich würde sagen, du taumelst über diese Brücke. Mehr so Drunken Monkey-Style. Da ständig Wasser hochspritzt, ist die Brücke recht glitschig. An einer Stelle rutschst du auf einem Flecken Moos, der sich auf den Planken festgesetzt hat, aus. Würfel mit einem Würfel. Eine 4. Eine 6 bedeutet, dass du hineinfällst. Würfelst du eine andere Zahl, hast du Glück. Du kannst dich auf der Brücke halten und gelangst schließlich ans Nordufer, weiter bei 7. Respekt.
Yay. Du befindest dich am Nordufer des reißenden Flusses in einer mächtigen unterirdischen Höhle, weiter bei 214. Die Nordwand des Felsens ist glatt und schimmert feucht. Auf ihrer Oberfläche wachsen verschiedenfarbige Moose. Es herrscht unheimliche Stille, die nur vom Rauschen und Gurgeln des hinter dir liegenden Flusses unterbrochen wird. Du hast drei Möglichkeiten. Es gibt einen Gang, der nach Nordwesten führt. Folgst du ihm, weiter bei 271. Unmittelbar vor dir in der Felswand ist eine große Holztür. Wenn du sie öffnest, 104. Ein anderer Weg führt Richtung Osten am Fluss entlang. Wenn du dem Ufer folgen willst, weiter bei 99. Ich öffne die Holztür. Die Holztür, 104. Die Tür führt zu einem kurzen, schmalen Gang, der im Norden an einer weiteren Tür endet. Du versuchst sie zu öffnen, weiter bei 49. Die Tür quietscht in den rostigen Angeln, als du sie öffnest. Der Raum dahinter ist dunkel, doch nachdem du die Tür hinter dir geschlossen hast, gewöhnen sich deine Augen allmählich an die Dunkelheit. Was mit meiner Laterne? Du hörst ein schnarrendes Geräusch. Ach Mann, Markus, ehrlich. Ich kann doch nichts dafür! Die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, ich habe diese Laterne in der Hand, ja, also auch im Kampf immer Schwertlaterne. Schild. Weil sonst wurde ja nichts gesagt mit hier irgendwie Fackeln und Gänge sind erhellt oder sonst irgendwas. Die ist gerade kurz vorher ausgegangen. So. Ich hatte schon voll Schiss beim Riesen, dass er halt das Licht von der Laterne entdeckt. Ich war schon kurz davor, die Laterne zu schmeißen statt des Käses. Hätte keinen Unterschied gemacht. Wir sehen es eh aus. Ist doch alles Käse hier. Nee, der Käse ist weg. Der Käse ist weg. Schön. Herrlich. Du hörst ein scharrendes Geräusch, doch bevor du dir darauf reagieren kannst, bekommst du einen Schlag auf den Kopf und wirst ohnmächtig. Du verlierst zwei Stärkepunkte. Weiter bei 122. So, und wenn wir jetzt schon so einen ohnmächtigen Helden hier haben, eine ohnmächtige Heldin, dann ist doch eine ideale Gelegenheit, um Ingo mal zu fragen, wie die Abstimmung, Umfrage so ausgegangen ist. Ja, Moment, ich gucke. 222 oder was war das? 122. Also, 16 kennen es überhaupt gar nicht. Was? 7 ja, okay. Haben es immerhin schon mal gesehen, aber nicht gespielt. 3 sagen, das habe ich geliebt. Und einer oder eine sagt, ich habe zumindest mal reingeschaut. Ihr kennt das alle nicht. Ernsthaft nicht. Ihr habt die nie gespielt, diese Spielebücher. Oh Leute, da habt ihr echt was verpasst. Die machen auch heute echt noch Laune. Vor allen Dingen, wenn ihr die zu Hause mit eurem Partner spielt. Also da ist das eine großartige Geschichte, um sich richtig den Abend zu versüßen. Ich habe gerade super viel Spaß, jetzt wo ich hier hinterrücks bewusstlos geschlagen worden bin. Das ist so großartig. Also es ist alles wie zu Hause. Also ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, aber manchmal sitze ich mit meiner Frau zu Hause und wir spielen diese Spielbücher zusammen. Also von daher, schaut da mal rein, die sind echt witzig, die machen echt Laune. Ist cool. Ne, Schatz? Klar. Wir sind auch total gut durchdacht hier, ehrlich. Hey, ich finde das bis hierhin wirklich witzig. Also von daher. Du wachst mit... Egal. Du wachst wieder auf. Du wachst mit hämmerndem Kopf auf und siehst dich um. Der Raum ist 8x8 Meter groß und hat Türen an der Nord- und Südwand. Du liegst in der südwestlichen Ecke. In der Mitte des Raumes stehen wie festgewachsen 4 Männer. Zumindest sehen sie aus wie Männer. Ihre Haut ist grünlich-grau, ihre Kleider zerfetzt und zerschlissen und sie starren mit hohlem Blick an die Decke. Einer trägt eine Keule, ein anderer eine Sense, der dritte eine Axt und der vierte eine Spitzhacke. Sie nehmen überhaupt keine Notiz von dir. Außerdem bemerkst du eine Reihe bäuerlicher Waffen ringsum. Heugabeln, Axtstiele, zugespitzte Pfähle, etc. Ein oder zwei Schilde und einige Fässer. In der Nordostecke lehnt ein menschliches Skelett, das in einer Hand ein Schwert und in der anderen einen Schild hält. Du streichst mit der Hand über deinen Kopf, um festzustellen, ob er blutet, kannst jedoch zu deiner Erleichterung nichts dergleichen feststellen. Doch sobald du deine Hand bewegst, richten die seltsamen Gestalten in der Mitte des Raumes ihre Augen auf dich, wirst du. Versuchen, mit ihnen zu reden. Weiter bei 268. Auf die Beine springen, um dich mit gezücktem Schwert auf sie zu stürzen. 282. Versuchen, so schnell wie möglich durch die Südtür zu entkommen. Weiter bei 13.
Ich versuche zu entkommen. Also so schnell wie möglich ab durch die Südtür. 13. Der Kopf tut dir weh und dir wird schwindelig, als du dich aufrappelst. In geschlossener Reihe kommen die vier Männer mit kampfbereiten Waffen auf dich zu. Du tastest dich an der Wand entlang zur Südtür, aber es ist fraglich, ob du es schaffen wirst. Plötzlich rutschst du aus und schlägst zu Boden. Bevor du wieder auf die Beine kommen kannst, stürzen sich die vier Gestalten auf dich. 282. Die vier sonderbaren Wesen sind hirnlose Zombies. Ihre ausdruckslosen Augen lassen darauf schließen, dass sie von einem fremden Willen gelenkt werden. Du bist noch immer zu benommen, um zusammenhängend denken zu können, aber jetzt gilt es schnell zu handeln. Der erste Zombie holt mit einer Keule zum Schlag aus. So, du musst dich allen vier stellen nacheinander. Also sie stellen sich schön an, um sich von dir niederstrecken zu lassen. Und wenn du den ersten besiegst, gewinnst du auch zwei Glückspunkte. Wenn du überhaupt noch Platz für Glückspunkte hast. Aber der hat eine Gewandtheit von 7. Mhm. Das heißt, der hat eine theoretische Chance, dich zu besiegen. Oh, 16. Oh, wow, okay, da hat er mich auch getroffen. Treffer! Das ist halt der erste Treffer von einem Monster. Bin halt echt benommen noch. Ja. Also hast du gut gespielt. Ich mag dein Method Acting. Also das ist schon. Ich weiß, Also von daher, du verlierst 2. Ja, habe ich mir aufgeschrieben schon. Der nächste Schlag. Ui, der ist heute gut drauf. 15. 20. Na gut, war ein Versuch wert. Der nächste Schlag. Ui, 18. Warte mal, das sind... Nee, da trifft er mich nochmal. Da trifft er mich nochmal. Sau, ehrlich. Du hast dein Schild vergessen, ne? Du darfst die ganze Zeit würfeln. Immer wenn du Schaden nimmst, darfst du mit einem Sechsseiter würfeln, um zu gucken, ob du den Schaden... Benutze ich mein Schild, ist aber nur eine 4, nein. Nein, brauchst du 6. Okay, nächste Hand. Ich komme auf 13. Ja, ich komme auf 20. Okay. Und ich setze mal Glück ein. Achso. Ja, setz Glück ein, super. Kannst du nee, wenn er jetzt schon tot ist, dann... Nein, ich habe nichts gesagt. Das ist Spicken. Nein, das ist überhaupt nicht Spicken. Normalerweise würde ich das führen. Ja, das ist ja, man spielt, das heißt Solo-Abenteuer, weil man Solo spielt. Ja, dadurch, dass du die Monster spielst, verfälschst du das Ergebnis. Schatzi, wir sind eine Einheit. Das heißt, eigentlich sind wir schon so lange verheiratet, dass wir sozusagen als eine Person gelten. Hoffentlich nicht, Tim. Na gut, er ist tot. Weil, dann würde ich gerne wissen, was ich jetzt gerade denke. Oh, das ist schwer. Okay, der Zombie mit der Sense greift dich an. Ja. Der hat nur noch eine Gewandtheit von 6, also es wird hier nicht besser. Der kommt auf 13 beim ersten Angriff. Ja, geschafft. Okay, dann hat er nur noch 4. Der zweite Angriff geht auf jeden Fall an dich. Und dann stürzt er sich in dein Schwert. Okay. Das war eine 20 vorher. Dann kommt der Zombie mit der Spitzhacke auf dich zu. Dem gebe ich es auch. Ja, dem gebe ich es aber sowas von. 22. Okay, ich kam auf 13. Okay. Süß. Oh, 16. Das. 17. Ihr niederträchtigen Kreaturen, fahrt zur Hölle. 5, damit komme ich auf 11, damit ist er platt. Okay, 20. Und als letztes der Zombie mit der Axt. Ja, wie gesagt. Oh, 16. 16. Ich auch 16. Also unentschieden. Nochmal. 14. 22. Das ist einseitig. Ja, Gott sei Dank. Tot. Der stürzt sich auch in dein Schwert. Vor lauter Verzweiflung. Also, du hast alle vier besiegt. Es geht weiter bei 115. Yay! 150 oder 115? 15. Die jämmerlichen Kreaturen, die tot zu deinen Füßen liegen, sehen fast aus, als seien sie glücklich, von der Last des Lebens befreit zu sein. Ja. Doch während du sie betrachtest, spürst du, dass du nicht der Einzige bist, der um ihren Tod weiß. Du siehst dich im Raum um und kannst die herumliegenden Waffen untersuchen, weiter bei 95, zu dem Skelett in der Nordostecke hinübergehen, weiter bei 313, oder die Fässer untersuchen, weiter bei 330. Ich untersuche die Fässer. Die Fässer, 330.
Die Fässer enthalten eine klare braune Flüssigkeit. Du riechst davon. Du riechst davon. Aha, du riechst daran. Ja. Ja, steht hier aber so. Riecht wie Rum. Du probierst sie. Es ist Rum. Oh, du schöpfst davon mit beiden Händen und nimmst einen tiefen Schluck. Klar, mache ich auch immer so, wenn ich Rum irgendwo sehe. Rum. Darf ich jetzt Drunken spielen? Nein. Oh. Du schnappst nach Luft. Heiliges Kanonenrohr. Der ist aber gut. Er verleiht dir 6 Stärkepunkte und einen Glückspunkt. Ja, das ist ja super. Dann bin ich ja wieder voll bei Stärke und mein Glück ist ja sowieso noch unangetastet. Weiter bei 81. Kann ich mir davon was in meine Trinkflasche füllen? Ein Geräusch schreckt dich auf und veranlasst dich, den Raum schnell zu verlassen. Du gehst auf die Nordtüre zu, um zu sehen, was dahinter liegt. Weiter bei 205. Die Tür gibt nach und du kommst in eine düstere Krypta. Es ist ein sehr großer Raum mit einem Altartisch am anderen Ende, in dem einige Särge herumstehen. Außer der Tür hinter dir in der Südwand gibt es noch eine in der Westwand. Willst du den Raum näher in Augenschein nehmen, geht es weiter bei 254. Jagt er dir Schauder über den Rücken, kannst du ihn durch die Westtür verlassen, 380. Also ja, er jagt mir Schauder über den Rücken, aber trotzdem will ich ihn untersuchen und reiche Beute machen. 254, außerdem bist du besoffen. Es herrscht Grabesstille. Während du um die Särge schleichst, erschreckt dich ein langsames, gleichmäßiges Tröpfeln. Der Altar ist mit herrlichem Schnitzwerk verziert und mit Unmengen von Edelsteinen besetzt. Die Wände sind mit kostbaren gewebten Behängen bedeckt, die allerdings an einigen Stellen schon recht fadenscheinig sind. 3 Särge stehen in dem Raum. Du hörst einen knarzenden Laut, wirbelst auf dem Absatz herum und das Licht deiner Laterne. Ja, Licht, Laterne. Wenn fällt jetzt auf so ein Ausschalter. Ja, klick. Je nachdem, was hier sinnvoll ist für mich. Finde ich gut. Lumos. Gutes Buch. Und das Licht deiner Laterne fällt auf den größten Sarg. Er öffnet sich. Damit war nicht zu rechnen. Ein hochgewachsener Mann mit bleichem Gesicht setzt sich auf. Er öffnet seine Augen und entdeckt dich. Sein bisher friedlicher Gesichtsausdruck spiegelt jetzt abgrundtiefen Hass wider. Sein Mund öffnet sich und aus seiner Kehle steigt ein bedrohliches Zischen. Seine Zähne sehen aus wie die eines Wolfes. Er winkt dir näher zu kommen. Wirst du dich ihm nähern? Dein Schwert ziehen und dich auf einen Kampf einstellen? Aus deinem Rucksack ein anderes Mittel zur Verteidigung holen? Oder auf die Türe in der Westwand zu rennen? Ich gehe auf ihn zu. Mit gezogenem Schwert. Naja, also Schwert ziehen und dich auf den Kampf einstellen oder dich ihm nähern? Ich nähere mich ihm. 352. Während du auf den Mann zugehst, spürst du die zunehmende Macht seiner durchdringenden Augen. Unter seinem starren Blick wirst du zusehends schwächer. Du verlierst einen Stärkepunkt. Nach und nach verlierst du deinen eigenen Willen. Wirst du versuchen, dein Schwert zu zücken und mit ihm zu kämpfen? Weiter bei 74. Oder in deinem Rucksack nach einem anderen Mittel der Verteidigung suchen? 279. Ich habe nur das Schwert. Also von daher. Ziehst du dein Schwert? Mhm. Du ziehst dein Schwert. 74. Oder du versuchst es zumindest. Mal gucken. Versuch dein Glück. Ja. Schön niedrig. Ja, 6. Dein Glück sinkt wieder um einen Punkt. Wenn du Glück hast, widerstehst du seinem hypnotischen Blick und kannst dich zum Kampf rüsten. Weiter bei 200. Das war kein Glück, das war Können. Ja, ich habe einfach auf den Boden geschaut und den Blickkontakt unterbrochen. Ja, das war kein Glück. Ich hab's genau gesehen, du hast gewürfelt. Oh. Du kannst sagen, ich sei über die unsichtbare Schildkröte gestolpert, aber ich bin nicht über die unsichtbare Schildkröte gestolpert. Noch nicht. Ich habe ganz absichtlich den Blickkontakt unterbrochen. Das wollen wir nochmal festhalten, noch nicht. Das Wesen, mit dem du es zu tun hast, ist ein Vampir! Oh, ja.
Du hast verschiedene Möglichkeiten, ihn anzugreifen. Trägst du ein Kreuz bei dir, so kannst du ihn damit zwar nicht töten, aber zumindest lang genug in Schach halten, um zur Westtür zu gelangen. Bist du jedoch entschlossen, den Vampir zu töten, musst du ihn überwältigen und ihm einen hölzernen Flock ins Herz treiben. Hast du einen solchen Pfahl bei dir, geht es weiter bei 17. Hast du weder ein Kreuz noch einen Holzflock, dann ziehe dein Schwert, weiter bei 333. Das passiert, wenn man richtig gut ausgerüstet ist. Und 333, hast du gesagt, okay. Ne? Du schwingst dein Schwert und willst es auf das Ungeheuer niedersausen lassen, doch es fängt die Klinge mit der bloßen Hand ab. Deine Waffe kann dir so gut wie nichts gegen diese beachtliche Kraft dieser Kreatur ausrichten. Als du dir das zu Bewusstsein kommt, gerätst du in Panik, musst aber trotzdem weiterkämpfen. Der hat Gewandtheit 10. Ja. Und Stärke 10. Okay. So, wenn du den Vampir besiegst, geht es weiter bei 327. Wenn du versuchen willst zu fliehen, was erst nach 6 Kampfrunden möglich ist, musst du dein Glück versuchen. Okay. Also, Runde 1. Stirb, du untote Kreatur! Und das geht nicht hier? Nee, das geht nicht. Das ist kein Kreuz. Das sind zwei gekreuzte Finger. Das ist zwar ähnlich, ist aber nicht dasselbe. Okay. Auf wie viel kommst du? Auf grandiose 16. Ich kam nur auf 13. Insofern hast du Glück gehabt. Also von daher, der erste Schlag trifft. Ach, kommt schon, Babys, kommt schon. Ha! Das sind, 6 und 8, 19. Okay, ich komme auf 17. Also der ist wahrscheinlich noch müde. Der hat ja lange geschlafen. Ja, ja. Okay, jetzt gilt's. Und jetzt gilt's. 18. 15. Das ist kein Vampir. Kommt, Babys, los, gibt's ihn. Weißt du, dass der, 19. Du, wie hart der in dem Brettspiel war, dieser Vampir? Oh, das sieht besser auf. 19. 21. So gehört sich das für einen guten Vampir. Guter Vampir beißt nur so fest, wie er muss. Ja, 13. Treffer! Oh, 18. Auch 18. Unentschieden. Ach, kommt schon! 15. 18. Nee. Sag mal, der müsste jetzt auch langsam tot sein. Der hat noch 2. Kommt! 18. Nee, dann macht der mich hier nochmal. Du darfst übrigens auch weiterhin dein Schild einsetzen, aber ich werde dich nie wieder daran erinnern. Das musst du selbst machen. Ich nehme mein Schild, okay, und nix. 18. Gewinne ich, warte mal. Das sind 20. 20 schaffe ich nicht. Okay, Platsch, du hast den Vampir besiegt, Respekt. 327. Ja. Der Körper auf dem Boden wird vor deinen Augen zusehends älter. Das Gesicht sieht aus wie 50, dann wie 90, dann wie weit über 100. Du siehst, wie die Haut zerfällt und die Augen sich auflösen. Da bemerkst du eine Bewegung im Brustkorb. Während die Überreste des Vampirs nach und nach zerfallen, bahnt sich ein kleines schwarzes Gesicht den Weg durch die Rippen. Es gleicht dem einer kleinen schwarzen Spitzmaus. Doch als es seine Flügel entfaltet, wird dir klar, dass es eine Fledermaus ist. Du versuchst, sie zu packen, aber sie flattert davon in die Dunkelheit. Schnell durchsuchst du das Gewölbe. Vergiss nicht, dass hier noch ein paar alte Särge herumstehen. Und findest 30 Goldstücke. Yay! Ich bin reich! Ein Buch und eine Astgabel. Das ist immer spannend. Ja, yeah, super. Dafür musst du allerdings, du kannst die Sachen alle mitnehmen, wenn du dafür einen anderen Ausrüstungsgegenstand zurücklässt. Ich lasse meine Laterne zurück, die ist hier sowieso nur obligatorisch. Nee, also die Laterne lasse ich nicht durchgehend. Warum? Nein, da muss ich die ganze Zeit das Buch umschreiben. Es ist so dunkel, du haust dir den Kopf an, verlierst deinen Stärkepunkt und bemerkst dann aufgrund deines Tastsinns das. Nee, das ist doof. Ich habe aber nichts. Doch den Schild.
Ja, den vergesse ich eh die ganze Zeit. Weißt du, dann hast du das Problem auch nicht mehr. Dann hast du stattdessen jetzt ein Buch, 30 Goldstücke und eine Astgabel. Eine Astgabel. Sehr schön. Zusätzlich kriegst du 3 Glückspunkte zurück, falls dir welche fehlen. Vielleicht kann man ja aus dieser Astgabel eine Steinschleuder bauen. Vielleicht. Dann kann ich die Goldstücke verschießen. Ja, also jetzt, wo du mal 30 Stück hast. Ne? Ja, ist klar. Weiter bei 380. Du gelangst nach einem schmalen, von Osten nach Westen verlaufenden Gang. Im Westen kannst du eine Weggabelung erkennen. Du gehst auf sie zu, weiter bei 37. Wenn du an die Wegkreuzung gelangst, kannst du dich entscheiden, nach Norden, weiter 366, nach Westen, weiter bei 11, oder nach Süden zu gehen, 277. Norden, 366. Norden. 376? 66. 66. Du folgst dem Gang, der weiter nach Norden führt. Nach einigen Metern macht er einen scharfen Knick nach Osten. Du gehst weiter, bis du schließlich zu einem kleinen Durchgang in der Nordwand gelangst. Du kannst entweder hindurchschlüpfen, weiter bei 89, oder in Richtung Osten weitergehen, weiter bei 62. Ich schlüpfe durch bei diesem Gang hindurch. 89. Du kletterst durch den Durchschlupf und befindest dich am oberen Ende einer schmalen Treppe, die nach unten führt. Vorsichtig steigst du die Stufen hinab. Weiter bei 286. Die schmale, in den Fels gehauene Treppe hat etwa 20 Stufen. Unten angelangt erreichst du einen Gang, der dich in ein großes, offenes Gewölbe führt. Dort stinkt es abscheulich, dass du versucht bist, umzukehren. Auf dem Boden liegen 3 Kadaver. Du kannst sie entweder genauer in Augenschein nehmen oder auf Zehenspitzen durch das Gewölbe gehen. Wirst du den ersten Kadaver untersuchen, den zweiten Kadaver untersuchen, den dritten Kadaver untersuchen oder leise das Gewölbe durchqueren? Leichenflederei. Nee, ich durchquere das Gewölbe. 107. Auf Zehenspitzen schleichst du durch den Raum und die schmale Treppe hinauf, die oben in einen Gang mündet. Das war ein Kinderspiel, denkst du dir, beginnst jedoch zu zweifeln, ob es sich nicht vielleicht doch gelohnt hätte, die Kadaver zu durchsuchen. Wenn du zurückkehren willst, um das nachzuholen, wobei du beim dritten Kadaver beginnst, geht es weiter bei 148. Setzt du deinen Weg lieber fort, geht es weiter bei 197. Ich vertraue diesem Instinkt, also ich schleiche zurück. Oh, vielleicht gibt es doch was zu holen. Das ist kein Instinkt, Schatz. Das nennt sich Gier. Also nur das klar. Nee, entschuldige, wenn der Spielleiter solche Sachen sagt wie, hey, du überlegst, ob das nicht doch Sinn machen würde, dann denkst du, okay, vielleicht macht es doch Sinn. Ist ja nicht so, als würde ich mich hier. 148. Als du den Kadaver durchsuchst, versuchst du nicht an das schauerliche, graue, in Auflösung begriffene Gesicht zu blicken, in dessen Nase und Mund Maden kriechen. Entsetzt fährst du zurück, als er plötzlich die Augen aufreißt. Du entgehst gerade noch einem tückischen Hieb der langen, scharfen Krallen. Blitzschnell springt der Kadaver auf die Füße und grinst dich tückisch aus deinem zahnlosen Mund an. Weiter bei 230. Das hier ist ein typischer Ha, den Spieler habe ich noch gekriegt. Ja. Die Kreatur, mit der du es jetzt zu tun hast, ist ein halb vermoderter Mensch. Seine lebendigen Augen verfolgen aufmerksam jede deiner Bewegungen. Mit Gezisch schießt seine lange Zunge aus dem Mund. Seine Zähne und Fingernägel sind scharf wie Rasierklingen und er scheint keinerlei Angst vor deiner Waffe zu haben. Er ist ein Ghoul. Der Ghoul hat Gewandtheit 8 und Stärke 7. Er ist in der Lage, dich zu lähmen, wenn es ihm gelingt, dir während des Kampfes nacheinander 4 Wunden beizubringen. Also sei auf der Hut. Also, Schlägerei! Ich würde hier jetzt erstmal meinen Stärketrank trinken, glaube ich. Jawohl, nein. Nein, noch nicht. Noch nicht. Alles noch gut. Nicht? Also, noch Schlägerei. Nicht. Oh, 16. 17. Na gut. 16. Hast du auch 16? Ja.
Unentschieden. Kling, kling. 22. Nee. Mach mir das mal nach. Oh, 20. 18. Das war mit das Maximum, was ich würfeln konnte. Das ist nicht fair. 20. Ich kann nichts dafür, dass ich einfach gut würfel. 17. Okay, du hast den Ghoul besiegt. Das war jetzt dreimal eine 9 hintereinander. Du hast das schreckliche, Geschöpf bum, 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 einfach schlichtweg totgeschlagen. Du bist ja schon ein bisschen... Okay. Wenn du ihn besiegst, geht es weiter bei 390. Ja. Na gut. Der Ghoul zuckt zusammen, stürzt zu Boden und haucht zu deinen Füßen sein Leben aus. Du durchsuchst ihn, findest aber wenig Aufregendes. In einer seiner Taschen entdeckst du ein paar Ohrringe, die ein Goldstück wert sind. Also ein Goldstück. Wenn du willst, kannst du sie an dich nehmen. Wenn du den ersten Kadaver noch nicht untersucht hast, holst du das jetzt nach und findest 5 Goldstücke, die du ebenfalls einstecken darfst. Außerdem kannst du hier Rast machen und von deinem Proviant essen. Du bekommst 2 Glückpunkte, weil du den Ghoul besiegt hast. Also, die bekomme ich nicht, weil mein Glück voll ist, aber ich raste auf jeden Fall und dann ist meine Stärke auch wieder bei 18. Yay! Gut. Hast du eine Proviant abgestrichen dafür? Ja, habe ich gemacht. Nur noch 9 Proviant. Achso, nee, 4 Stärke bekomme ich zurück, entschuldige. Ja, dann bin ich bei 16. Nee, bei 15. Ach, Mathe im Zahlenraum von 1 bis 20. Ist auch schwer. Das ist ja, ist es. So, jetzt kannst du entweder weiter nach Norden gehen oder dich dem zweiten Kadaver zuwenden. Dann habe ich wieder einen Kampf. Nee, ich gehe. Bist du dir sicher, dass du dich nicht dem zweiten Kadaver zuwenden willst? Ganz sicher. Ganz sicher. Also das ist jetzt deine letzte Chance. Ja, ganz sicher. Schade, da hättest du wirklich gutes Zeug gefunden. Gut. Also. Scheiße! Weil es auch so blöd ist, den ersten durchsuchst du, den... Ja, egal. Du verlässt das Gewölbe, gehst einen kurzen Gang entlang und kommst an eine nach oben führende Treppe. Du kletterst hinauf und gelangst in einen weiteren Gang. Weiter bei 197. Was war das jetzt? 197? Ganz genau. Am oberen Ende der Treppe knickt der Gang scharf nach Osten ab. Als du einen Augenblick stehen bleibst, um dich zu orientieren, hörst du es hinter dir krachen. Du wirbelst herum und siehst ein schweres Eisengitter herunterfallen, das dir den Weg nach hinten abschneidet. Jetzt hast du nur die Möglichkeit, entweder weiterzugehen oder die Wand nach Geheimgängen abzutasten. Klar, Geheimgänge, hier war meine erste Idee. Ja, ich taste die Wand nach Geheimgängen ab. Okay. Du findest keine Geheimgänge, doch deine Suche hat offenbar irgendein Wesen angelockt, denn auf einmal hörst du etwas aus dem Gang entgegenschlurfen. Um herauszufinden, was für ein wanderndes Monster dich da aufgestöbert hat, mache weiter bei 161. Du musst mit diesem Monster kämpfen und kannst, wenn du es besiegst, deinen Weg bei 48 fortsetzen. Ja, auf das Monster mit Gebrüll. So, 161. Du musst mal würfeln, was dir da begegnet. Mit wie viel Würfeln? Mit einem Würfel, Entschuldigung. 5. Ein Gerippe. Tja. Das hat die unglaubliche Stärke von Gewandtheit, also die unglaubliche Gewandtheit von 6. Ja. Ja. Nein. Nein. Oh, das könnte klappen, das könnte klappen, das könnte klappen. 17. Ja, auch 17. Wirklich. Toll. Ja, bei mir sieht 17 übrigens so aus. Also. Ja. Ich lache dein Skelett nicht aus. Ja, das ist auch tot. Das schämt sich so sehr, dass es seine Knochen fallen lässt. Okay, du hast es besiegt. Ist das okay? Du hast es besiegt. Also, bei 48 geht's weiter. 48.
Du befindest dich in einem von Osten nach Westen verlaufenden Gang. Schlägst du den Weg nach Osten ein, der nach einiger Zeit nach Norden abbiegt, geht es weiter bei 391. Gehst du lieber nach Westen, weiter bei 60. Nach Osten. 391. Du bist am südlichen Ende eines Nord-Süd-Korridors. Wenn du nach Norden blickst, kannst du sehen, dass an der Ostwand ein Gang abzweigt. Willst du diesem Gang folgen? Nach Geheimgängen suchen, während du weiter nach Norden gehst? Den Weg nach Süden einschlagen, der bald nach Westen abbiegt? Keine Ahnung. Was war das nochmal? An welcher Stelle hast du nicht mehr zugehört? Ich war verwirrt über den, also du folgst diesem Ost-West-Gang, ja, der nach Osten und Westen verläuft, ne, und ich entscheide mich für Osten. Und dann folge ich einem Nord-Süd-Gang. Also das allein hat mich verwirrt. Du bist am südlichen Ende eines Nord-Süd-Korridors. Also das heißt, der biegt dann von da ab jetzt nach Nord-Süden ab. Das heißt, er geht um die Ecke. Ecke. Du gehst okay. Nach Osten, dann geht er nach Norden. Nord-Süd-Gang. Okay, gut. Okay. Möchtest dann nach Norden. Okay, also dem Gang Auswahl? Folgen. 52. Die Karte, die du da hast, hat wahrscheinlich am Ende auch nur bedingte Gemeinsamkeit. Du stehst an einer Abzweigung, an der von einem Nord-Süd-Gang ein Weg nach Osten führt. Entweder jetzt, du gehst nach Süden und suchst dabei nach Geheimgängen. Du gehst nach Norden. Du gehst nach Norden und suchst dabei nach Geheimgängen. Oder du gehst nach Osten. Ich gehe nach Norden und suche nach Geheimgängen. Oh, 234. Du entdeckst keine Geheimgänge. Doch das Abklopfen der Wände muss die Aufmerksamkeit von irgendetwas erregt haben. Ich suche nie wieder nach Geheimgängen, ehrlich? Wenn du es geschafft haben solltest, geht es übrigens danach weiter bei 43. Erstmal werden wir uns aber einem Monster zuwenden. Würfel mal mit einem W6, was dir da begegnet. Eine 3. Ein Werwolf. Ja, Werwölfe sind aber mehr so kleine. Also das sind hier mehr so... Das sind mehr so Zwergwerwölfe. Der hat nämlich eine Gewandtheit von 6 und eine Stärke von 4. Das ist mehr so ein Wehrpinscher. Toll, jetzt mache ich hier so einen Babywerwolf kaputt. Ey, ich habe es mir nicht ausgesucht. Ja. Nochmal, du hast die 3 gewürfelt. 17. 10. Au! Böser Hund, böse! Oh, das könnte eine Chance sein. 13. 14. Der Werwolf winselt nochmal am Boden, streckt dann alle 4 von sich. Na gut, okay, du hast den Werwolf besiegt. Es war halt, wie gesagt, so mehr so ein kleiner Werwolf, glaube ich. Weiter bei 43? Genau. Du stehst in einem Gang, der von Norden nach Süden verläuft. Nach Norden geht es weiter bei 354, nach Süden bei 52. Norden. 354. Du befindest dich an einem Punkt, an dem der Weg einen Knick macht, sodass du entweder nach Westen oder nach Süden gehen kannst. Du gehst nach Westen, du gehst nach Süden. Du gehst nach Westen und suchst dabei nach Geheimgängen oder du gehst nach Süden und suchst dabei nach Geheimgängen. Westen? Geheimgänge? Oder, nein, keine Geheimgänge. 308. Du stehst an der Kreuzung. Der Gang nach Westen macht nach ein paar Metern eine Biegung nach Norden. Der nördliche Gang endet an einer Tür. Der östliche Gang knickt nach einiger Zeit nach Süden ab. Der Gang nach Süden führt, soweit du sehen kannst, geradeaus. Du gehst nach Westen, Norden, Süden, Osten. Norden. Weiter bei 54. Was, 450? 54. 54, okay. Du stehst vor einer Tür am Nordende eines Nord-Süd-Ganges. Willst du nach Süden gehen oder wählst du die Tür? Die Tür. 179. 100.
Du gelangst in einen großen quadratischen Raum, der mit Scherben übersät ist. Die einzigen heilen Gefäße in diesem Raum sind eine große Tonvase, die eine klare Flüssigkeit enthält, und eine große Schale mit Goldstücken. Sobald du den Raum betrittst, kracht die Tür hinter dir ins Schloss. Du stehst einem sonderbaren Wesen gegenüber, das halb wie ein Mensch, halb wie ein Stier aussieht und dich drohend anstarrt. Langsam kommt es auf dich zu. Es ist ein Minotaurus! Er senkt seinen Kopf, richtet seine Hörner auf deine Brust und wird sich jeden Augenblick auf dich stürzen. Du musst dich zum Kampf stellen. Gewandtheit 9, Stärke 9. Okay, das ist ja nicht so doll. 15? Wie viel? 15. 14 hatte ich nur. Okay, Treffer. Das ist super. Das 16? 19? Nee, 18, warte mal. Das 19. Okay. Was? Nix, gar nichts, weiterwürfeln. 18. 18. Immerhin hat er aber Gleichstand erreicht. 19. 16. Oh. Oh, oh, oh. 18. 19. Mist. Yeah. Patsch für 2. Patsch für 2, okay. 17. Okay, er hat noch ein. Yay, dem gebe ich's. Nochmal 17. 16, okay. Wuhu! Ich habe einen Minotaurus getötet, was auch immer das ist. Besiegst du ihn weiter bei 258. Oh, komm. Du durchwühlst den Scherbenhaufen, findest jedoch nichts von Interesse. Die Flüssigkeit in der Tonvase sieht aus und riecht wie Wasser. Die Münzen in der Schale sind Attrappen, mit Ausnahme von 8 echten Goldstücken, die du mitnehmen darfst. Während du die Schale ausleerst, rutscht sie dir aus der Hand und zerbricht. Zum Vorschein kommt ein rötlicher Schlüssel, der in einem doppelten Boden der Schale verborgen war. Er trägt die Zahl 111. Wenn du willst, kannst du ihn an dich nehmen. Ja, mache ich. Außerdem kannst du dich hier ausruhen und von deinem Proviant essen. Schreibe dir 2 Glückspunkte für den Sieg über den Minotaurus gut. Glückspunkte brauche ich nicht, aber ich esse in der Tat. Mhm. Machen wir jetzt eigentlich alle griechischen Sagengestalten durch, oder? Wie Vampir? Ja, genau. Wie der Ghoul. Wie Ghoul, Vampir. Nein, ich will mich nur wappnen gegen das, was kommt. Also es scheint ja jetzt hier irgendwie doch... Ich glaube, der Sirene bist du schon ausgewichen. Die gibt es da drin auch, das weiß ich. Okay. 54. Bam. Ach, die hat so scheuerlich gesungen, wahrscheinlich. Ja, genau, das müsste der Raum gewesen sein, wenn ich mich da recht erinnere. 54. Du stehst vor einer Tür am Nordende eines Nord-Süd-Ganges. Willst du nach Süden gehen oder wählst du die Tür? Das ist die Tür, in der Minotaurus ist. Richtig. Also nach Süden. Ich wähle die Tür again. Was? Stoße auf den Leichnam von Minotaurus und... Nee, dann müsstest du nochmal gegen ihn kämpfen. Ja, Süden. Krieg ich das Gold auch nochmal? Ich befürchte. Aber was war denn hier gerade falsch? 308. Du stehst an der Kreuzung. Wieder. Westen, Norden, Süden, Osten. Westen, Norden, Süden, Osten. Süden jetzt. Nach Süden. 160. Du folgst einem langen, schmalen Gang, der erst nach Süden, dann nach Osten und dann wieder nach Süden führt, bis du schließlich wieder an eine Kreuzung kommst, weiter bei 267. Du stehst an der Kreuzung. Welchen Weg willst du einschlagen? Nach Norden, nach Süden, nach Westen oder nach Osten? Süden. 246. Der Weg nach Süden ist mit großen Steinen gepflastert. Er macht eine Biegung nach Westen, dann eine nach Süden, dann schlängelt er sich wieder nach Westen, bis du schließlich an eine Gabelung kommst. Du gehst nach Norden, nach Westen, zurück in östlicher Richtung. Norden. 329.
Du machst dich auf den Weg und stellst fest, dass du dich in der Mitte eines von Norden nach Süden verlaufenden Ganges befindest. In der westlichen Wand des Ganges entdeckst du eine Tür. Gegenüber zweigt dein Weg nach Osten ab. Im Norden entdeckst du ein paar Meter vor dir eine weitere Tür. Im Süden kannst du eine Wegkreuzung erkennen. Du entscheidest dich für die Tür in der Westwand, die Tür im Norden, den Weg nach Osten, den Weg nach Süden. Tür im Norden. Die Tür im Norden, 392. Du gelangst auf einen Nord-Süd-Gang. Du kannst entweder durch eine schwere Holztür nach Norden gehen oder nach Süden. Nach Norden. 206. Du kommst in einen großen quadratischen Raum, in dessen Mitte ein grauhaariger alter Mann an einem von Papieren und Pergamenten überquellenden Schreibtisch sitzt. In der Hand hält er einen langen Federkiel. Er ist umgeben von Tausenden von Büchern, die ringsum bis zur Decke reichen, in bis zur Decke reichenden Regalen stehen. Als du eintrittst, blickt er auf und sieht dich an. Wird er dich wiedererkennen? Bist du schon vorher in diesem Raum gewesen? Geht es weiter bei 284. Wenn nicht, geht es weiter bei 341. 341 dann, weil wir waren noch nicht da. 341. Der alte Mann starrt dich fragend an, als du das Zimmer betrittst. Du kannst dich entweder entschuldigen, ihm erklären, dass du dich verirrt hast und das Zimmer entweder durch den Türen der Westwand oder in der Südwand verlassen, oder du kannst versuchen, mit dem alten Mann zu reden. Willst du mit ihm sprechen, kannst du entweder höflich sein oder ihn barsch statt zu auffordern, deine Fragen zu beantworten. Ich will nett zu ihm sein. 220. Ja, der arme alte Mann, der hier mitten im Dungeon an seinen Büchern sitzt. Ist ganz normal. Passiert hier. Deine Freundlichkeit bringt ihn in Wut. Er fuchtelt mit einer Hand in der Luft herum, murmelt ein paar seltsam klingende Silben und richtet dann seinen Zeigefinger auf dich. In deinem Kopf beginnt sich alles zu drehen und du fällst in Ohnmacht. Du erwachst in einem toten Gangende. Weiter bei 171. Du stehst am Nordende eines kurzen Nord-Süd-Ganges. Er sieht nach einer Sackgasse aus. Willst du die Wand untersuchen? Weiter bei 337. Gehst du lieber nach Süden? Weiter bei 187. Ich will die Wand untersuchen. 337. Du findest keinen Geheimgang. Als du jedoch die Wände abtastest, hörst du ein Klicken. Dir wird schwindelig und du sackst zu Boden. Sag mal, das mit dem Rum war echt nicht so dein Ding, oder? Was? Du wirst schon wieder ohnmächtig. Dir wird schwindelig und du sackst zu Boden. Als du wieder zu dir kommst, hat sich deine Umgebung etwas seltsam verändert. Weiter bei 267. 207. Langsam kriege ich Knoten an. 267. Du stehst an einer Kreuzung. Welchen Weg willst du einschlagen? Nach Norden, nach Süden, nach Westen oder nach Osten? Nach Süden. 246. Nach Norden. Halt! Nein, musst du nicht. Nach Norden. Stein. Nach Norden, 329. Da kamen wir nach, noch gleich hin. Ja, genau. 392. Norden und Holztür. 341. Dem Zauberer zeige ich's. Okay. Also 329. Moment. Moment, Moment. 329. So, du machst dich auf den Weg und stellst fest, dass du dich in der Mitte eines von Norden nach Süden verlaufenden Ganges befindest. In der westlichen Wand des Ganges entdeckst du eine Tür. Gegenüber zweigt dein Weg nach Osten ab. Im Norden entdeckst du ein paar Meter vor dir eine weitere Tür. Im Süden, okay, du möchtest durch die Tür im Norden, habe ich das richtig verstanden? 341, ja. Nee, 392. Bei 392 habe ich Norden Holztür geschrieben. Genau, Norden Holztür. Du möchtest durch die Tür im Norden gehen, 206. Ja. Ich glaube, das endet nicht gut für dich, wenn du den wieder belästigst. Doch, da waren wir noch nicht. Du kommst in einen großen quadratischen Raum. Warst du vorher schon mal hier, geht es weiter bei 284. Ja. Du schon wieder, sagt der Meister des Labyrinths, sichtbar verärgert über die Störung. Du störst meine Konzentration, verschwinde. Du willst ihm erklären, dass du nur aus Versehen zurückgekommen bist, doch sobald du den Mund öffnest, bringt dich ein eisiger Blink des alten Mannes zum Schweigen. Du beschließt, nichts weiter zu unternehmen und verlässt das Zimmer entweder durch die Westtür oder die Südtür. Durch welche bin ich denn gekommen? Durch die Südtür. Dann gehe ich durch die Westtür raus.
Der ist schon echt einschüchternd. Ich wollte dem eigentlich aufs Maul hauen, ehrlich. Ja, der wollte das aber nicht. Da muss man auch mal Rücksicht drauf nehmen. Der hat mich einfach ohnmächtig gezaubert, der Sack, und mich dann irgendwie zurück ins Labyrinth geschmissen. Genau. Sehr gut. Du stehst in einem Ost-West-Korridor, der im Osten an eine Tür stößt. Im Westen biegt der Gang nach wenigen Metern Richtung Süden ab. Du kannst entweder diese Biegung nehmen, weiter bei 4, oder durch die Tür gehen. Also ich will durch die Tür gehen. Wenn du durch die Tür gehst, kommst du wieder zurück zu dem Magier. Ach so, okay, nein, dann nicht. Also ich meine, das können wir noch eine Weile machen, aber ich glaube nicht, dass du aufs Maul hauen kannst. Ernsthaft nicht. Ich will nicht zurück zu dem Magier. Warte, was hast du gesagt gehabt? Ost-West-Korridor. Ja. Du bist in der Tür im Westen raus. Also da, wo der Magier war. Bist nach Westen. Und dann geht es jetzt weiter. Im Westen biegt der Gang nach wenigen Metern Richtung Süden ab. Also. Du gelangst in einen Nord-Süd-Gang. Im Norden macht der Weg nach wenigen Metern eine Biegung nach Osten. Wählst du diesen Weg, weiter bei 46. Im Süden biegt der Weg nach einiger Zeit ebenfalls in östlicher Richtung ab. Willst du wissen, wohin er führt, weiter bei 332. Zu 46. Dann gehst du wieder zurück. Nee, warum? Wo gehe ich zurück? Bei der 46. Okay, dann den anderen. Die 332. Er geht nach Süden und biegt dann nach Osten ab. Ja. 332. Du gelangst an eine Tür, die am Ende eines von Osten nach Westen führenden Korridors steht. Willst du sie passieren? Weiter bei 329. Ja, ich will die passieren. 329. Du machst dich auf den Weg und stellst fest, dass du dich in der Mitte eines von Norden nach Süden verlaufenden Ganges befindest. In der westlichen Wand des Ganges entdeckst du eine Tür. Gegenüber zweigt ein Weg nach Osten ab. Im Norden entdeckst du ein paar Meter vor dir eine weitere Tür. Im Süden kannst du eine Wegkreuzung erkennen. Entscheidest du dich für die Tür in der Westwand, die Tür im Norden, den Weg nach Osten, den Weg nach Süden? Die Tür im Norden. Du weißt, wo wir dann hinkommen, ne? Das ist die 392. Was? Nein, 329 habe ich gerade aufgeschrieben. Nein, 392 ist die Tür im Norden. Okay. Nein, ich will nicht nochmal zu dem Alten. Ich war schon gerade überrascht, aber ich hätte nicht mitgemacht. Wenn ich die nicht hauen kann, bin ich nicht zu dem. Also, Osten oder Süden? Weil die Tür in der Westwand, da kommen wir immer wieder zurück. Süden. Süden, 238. Du stehst an einem Punkt, an dem drei Wege zusammenlaufen. Du kannst nach Süden, Westen oder Norden. Süden. 70. Du folgst dem mit groben Steinen gepflasterten Gang Richtung Osten, dann nach Norden, dann wieder nach Osten und nochmals nach Norden, bis du schließlich an einer Wegkreuzung angelangst. Weiter bei 267. Ja. Du stehst an der Kreuzung. Welchen Weg willst du einschlagen? Nach Norden, 312, nach Süden, 246, nach Westen, 79, nach Osten, 349. Süden, 246. Da war ich schon. Nein, da will ich nicht wieder hin. Da will ich doch nicht hin. Okay, alles klar. Was, was hattest du gesagt? Norden, 312. Sag mir die Nummern. Sag mir die Nummern. Norden ist 312, Süden ist 246, Westen ist die 79, Osten ist die 349. Du bist im Labyrinth dieses Buches übrigens. Ja, ich hab's gemerkt. Nochmal die Nummern alle. Der Norden ist 312, Süden ist 246, Westen ist... Halt nicht so schnell, 246. Ja. Ja. Westen ist 79. Ja. Osten ist 349. 349, okay.
Okay, die 246 ist raus. Moment. Klappe, Markus. Bitte, redest du mit deinem Mann? Okay. Wir nehmen die 312 einfach mal. Nach Norden, 312. Okay. Du folgst einem langen, schmalen Gang, der erst nordwärts, dann westwärts, dann wieder nach Norden führt, bis du schließlich wieder an eine Kreuzung gelangst. Weiter bei 308. Ja. Du stehst an der Kreuzung. Der Gang nach Westen macht nach ein paar Metern eine Biegung nach Norden. Der nördliche Gang endet an einer Tür. Der östliche Gang knickt nach einiger Zeit nach Süden ab. Der Gang nach Süden führt, soweit du sehen kannst, geradeaus. Du gehst nach Westen. Das ist 187. Halt. 187, ja. Norden, das ist die 54. Das machen wir nicht. Wir gehen nicht nach Norden. Süden ist die 160. 160. Oder Osten, das ist die 354. 354, okay, Moment. Wir gehen nicht auf die 354. Wir gehen nicht zu 160, 187. Nach Westen. 187. So. Ich habe manchmal das Gefühl, wir laufen im Kreis. Du stehst an der Ich habe auch das Gefühl, wir laufen im Kreis. Du stehst an der Wecke. Du stehst an der Ecke einer Wegbiegung. Im Norden scheint der Weg nicht weiterzuführen. Willst du ihn trotzdem genauer erforschen? Weiter bei 171. Gehst du lieber nach Osten? Weiter bei 308. Nicht 308, 171. Du stehst am Nordende eines kurzen Nord-Süd-Gangs. Er sieht nach einer Sackgasse aus. Willst du die Wand untersuchen? Weiter bei 337. Ja, ich will die Wand untersuchen. Du weißt schon, dass wir das auch schon mal hatten, ne? Nein, nicht ernsthaft. Warte mal. Doch, scheiße. Oh Mann, jetzt werde ich ohnmächtig. Ja. Ich bin so gespannt darauf. Das sieht doch bestimmt aus wie der Plan eines Wahnsinnigen, den du jetzt da schon gemacht hast. Ah! Du findest keinen Geheimgang. Als du dir doch die Wand abtastest, hörst du ein Klicken. Dir wird schwindelig und du sackst zu Boden. Als du wieder zu dir kommst, hat sich deine Umgebung seltsam verändert. Weiter bei 267. 267, okay. Du stehst an der Kreuzung. Welchen Weg willst du einschlagen? Nach Norden ist 312. Nach Süden ist 246. Nach Westen ist 79. Nach Osten ist 349. Uno Momento. Jetzt mal die Frage da draußen. Habt ihr mitgezeichnet? Hat irgendjemand von euch da draußen einen Überblick? Zeichnet, außer er ist vollkommen wahnsinnig, ehrlich. Wie sieht es denn aus, lieber Ingo? Haben wir da entsprechend was? Hat sich jemand im Forum sozusagen geopfert, um hier einen tauglichen Plan zusammenzustellen? Also bisher, ich glaube nicht, aber sie wollten dir vorhin schon die Karte des Rumtreibers geben, Vio. Ja. Boah, ich würde so gerne die Karte des Rumtreibers haben. Wir gehen aber mal zu hier der 79. Das ist hier irgendwie meine inoffizielle Glückszahl. Das ist ja mein wundervolles Geburtsjahr und nicht nur das von mir, sondern auch von meinem Lieblingssurfer. Mhm. Oh Gott, da kann ja nur alles gut werden, du bist tot. Ja, da kann... Der Weg vor dir hört abrupt auf. Willst du nach Geheimgängen suchen? Weiter bei 137. Wenn nicht, geh zurück zur Kreuzung 267. Was, 137 oder 337? 137.
137 habe ich noch nicht nach Geheimgängen gesucht. Ich suche noch mal nach Geheimgängen. Ich befürchte, du musst irgendwann irgendwo einen Geheimgang finden. Ich fürchte auch. Du entdeckst keine Geheimgänge. Doch als du die Wände abtastest, hörst du ein Klicken. Dir wird schwindelig, nein. Und du sinkst zu Boden. Als du wieder zu dir kommst, befindest du dich in einer fremden Umgebung. 354. Ich werde ganz schön oft ohnmächtig. Irgendwas stimmt mit meinem Kreislauf. Ich vielleicht glaube auch. Da solltest du noch mal gucken, du. 354. Ja. Du befindest dich an einem Punkt, an dem der Weg einen Knick macht, sodass du entweder nach Westen oder nach Süden gehen kannst. Sag du gehst nach Westen. 308. Du gehst nach Süden. 52. Du gehst nach Westen und suchst dabei nach Geheimgängen. Du gehst nach Süden und suchst dabei nach Geheimgängen. Die Nummern, ich will die Nummern wissen. Die 308 ist raus. So, die 52 ist raus. So, nach Westen und dabei nach Geheimgängen suchen ist die 14, nach Süden und dabei nach Geheimgängen suchen ist die 234. Die 14. Die 14. Es gibt keinerlei Anzeichen für Geheimgänge, doch plötzlich hörst du Fußtritte, die sich dir nähern. Es ist eine 2. Eine 2 ist ein Warzengnom. Der hat eine Gewandtheit von 6 und eine Stärke von 3. Es ist wirklich ein kleiner, süßer Warzengnom. Also ich würde eher sagen, du verprügelst jetzt gerade so ein Heinzelmännchen. Ich will die Werte so angucken. Tja, dann ist es wohl so. 16. Ich komme auf 14. Ich habe es fast geschafft. Au! Okay. 17. Der Warzengnom ist blatt. Ja. Und dann geht's weiter bei der 117. Du befindest dich in einer Ost-West-Passage. Willst du nach Osten gehen? Weiter bei 354. Willst du nach Westen? Weiter bei 308. Nochmal bitte. Willst du nach Osten? Geht es weiter bei 354. Gehst du nach Westen? Geht es weiter bei 308. Weiß, ich wollte auf keinen Fall Richtung 308, also 354. Drei? Aber da wollte ich auch nicht hin. Okay, warte, 354 und dann nehme ich die 234. 354, jetzt kannst du nämlich nach Süden und dann, genau, nach Süden und die Geheimgänge, 234, richtig? Ja. Okay, 234, du suchst wieder mal nach Geheimgängen, irgendwann muss es ja klappen, ne? What shall I say? Du entdeckst keine Geheimgänge. Doch das Abklopfen der Wände muss die Aufmerksamkeit von irgendetwas erregt haben. Eine 1. Okay. 161. Die denken sich auch, was ist das hier für ein Klopfteufel, der hier die ganze Zeit durch die Gegend rennt. Du hast einen Finsterling aufgeschreckt. Der Arme hat nur eine Gewandtheit von 5 und Stärke 3. Au. Oh, das könnte klappen. 16. Das sind aber 17 bei mir. Das klappt nicht. Der Finsterling hat wirklich alles gegeben, möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Wirklich alles. Und dann kommst du zur 43. Du stehst in einem Gang, der von Norden nach Süden. Nein, Markus, nein. Du kannst nochmal nach Süden. Ich glaube, da konntest du auch noch klopfen und hast es noch nicht gemacht. Okay, sag mir die Nummer an. Okay, wenn du nach Süden gehst, kommst du zu 52. Ja. Und dann kannst du entweder nach Süden gehen, das ist die 391, oder nach Süden und dabei nach Geheimgängen suchen, das ist die 362. Nee, sag mir mal, was ich bei der 43 alles machen kann. So, dann kannst du entweder nach Süden oder nach Norden. Nach Norden ist die 354 und nach Süden ist die 52. Ich weiß, wer heute Abend von dieser Karte träumt. Die 52, okay, fein. Und weiter? 52. Du stehst an einer Abzweigung, an der von einem Nord-Süd-Gang ein Weg nach Osten führt. Entweder du gehst nach Süden, das ist die 391, oder du gehst nach Süden und suchst dabei nach Geheimgängen, das ist die 362.
Oder du gehst nach Norden, das ist die 354. Du gehst nach Norden und suchst nach Geheimgegenden. Was, 354 halt? Ja, die hattest du schon. Ja, genau. Oder du gehst nach Norden und suchst nach Geheimgängen, das ist die 234. Die hatte ich auch schon. Oder du gehst nach Osten, das ist die 291. 291, okay. Oh, ich liebe diese Irrgärten in diesen Büchern. Das ist immer großartig. Das ist ja, es ist so ein Spaß. Es ist wirklich. Es ist auch gar keine Verschwendung von Lebenszeit hier. Ach, du tust es für einen guten Zweck, mein Schatz. Du tust es für einen guten Zweck. Was ist denn der gute Zweck? Du unterhältst da draußen Millionen von Menschen mit deinem Leid und mich. Ich glaube, ich unterhalte in erster Linie dich. Hey, das ist schon unglaublich wert, finde ich. Also, ich muss es hier jetzt noch einmal durchgehen, nicht, dass ich irgendwas übersehe. Wir probieren es mal mit der 291. Du gehst nach Osten. 291. Du stehst mitten auf einem Gang, der von Osten nach Westen verläuft. Im Osten ist dein totes Ende, was du genauer untersuchen kannst, indem du bei 315 weitermachst. Im Westen liegt eine bereits bekannte Wegkreuzung. Willst du diesen Weg einschlagen, weiter bei 52. Ein weiterer Gang, er ist ziemlich kurz, zweigt nach Norden ab und endet an einer großen Holztür. Willst du diesen Weg einschlagen, weiter bei 227. Ist auf jeden Fall jetzt alles mal ein bisschen anders. Du bist ja auch eine Weile im Kreis gelaufen. Wir probieren es mal mit der 227. 227. Also der kurze Weg, der nach Norden zu einer großen Holztür führt. 227. Die Tür gibt nach und du gelangst in ein kleines, verrauchtes Zimmer, in dem um einen Holztisch vier winzige Männer sitzen. Sie sind ungefähr einen Meter groß, aber offenbar ausgewachsen, haben wettergegerbte Haut und lange, buschige Bärte. Sie spielen Karten und fluchen, lachen und scherzen dabei. Sie sitzen auf winzigen Stühlen und rauchen lange Tonpfeifen. Vor jedem steht ein Krug Bier. Auf dem Tisch liegen ein paar Kupfermünzen. Als du eintrittst, ist es mit der Fröhlichkeit schlagartig vorbei. Sie sind misstrauisch, scheinen jedoch nicht allzu gefährlich zu sein. Einer steht auf und meint brummelnd, dass die Tatsache, dass du nicht an der Tür geklopft hast, schlechte Manieren verrät. Die anderen nicken zustimmend. Wie wirst du reagieren? Du plauderst in der Absicht, dich mit ihnen anzufreunden. 131. Du entschuldigst dich, machst einen Diener und verlässt das Zimmer. 291. Du fragst, ob du mitspielen darfst. 100. Du ziehst dein Schwert und gehst auf den Wortführer los. 20. Ich spiele mit. Du fragst, ob du mitspielen darfst. 100. Zögernd erklären sie sich damit einverstanden, dich mitspielen zu lassen. Während ihr spielt und plaudert, verliert sich ihr Misstrauen allmählich und ihr lacht, erzählt euch gegenseitig Geschichten. Sie machen einen ziemlich harmlosen Eindruck. Du hast die Wahl, entweder ehrlich zu spielen oder sie zu betrügen. Ich bin ehrlich. 346. Vielleicht hast du Glück, vielleicht aber auch Pech. Du hast zwei Wahlmöglichkeiten. Du kannst dein Schicksal den Karten überlassen. Würfel mit zwei Würfel. Ist die Summe gerade, verlierst du diese Anzahl von Goldstücken oder deine restlichen Goldstücke, wenn du nicht mehr so viele hast. Ist die Summe ungerade, gewinnst du die geworfene Anzahl Goldstücke. Du kannst versuchen, dir das Glück beim Gewinnen helfen zu lassen. Versuch dein Glück. Wenn du Glück hast, dann würfle mit zwei Würfeln, um zu sehen, wie viele Goldstücke du gewinnst. Hast du Pech, würfle mit zwei Würfeln, um festzustellen, wie viele Goldstücke du verlierst. Und wann endet das? Das darfst du einmal machen. Dann geht's weiter bei der 131. Okay. Ich überlasse mein Glück den Karten. Dann würfel mal. 4. Das ist gerade, das ist schade. Damit verlierst du 4 Goldstücke. Tja, das Glück ist halt heute nicht mit dir. Tja, das ist wohl so. 131.
Du redest über dies und das und sie legen ein durchaus freundschaftliches Gebaren an den Tag. Sie fühlen sich in diesem Verlies und in dieser schlimmen Umgebung einsam und sind überglücklich, sich mit einem Besucher zu unterhalten, der noch einen Sinn für Gerechtigkeit hat. Sie sagen dir, dass du dich im Labyrinth von Zagor befindest. Der einzige Weg aus diesem Labyrinth führt zunächst noch tiefer hinein. Um den Weg nach draußen zu finden, musst du diesen Raum verlassen, dich nach rechts wenden, dann wieder rechts abbiegen. Du, halt, du machst jetzt mal langsam. Also, wenn du rauskommst, du kommst ja aus Norden. Ja. Gehst nach Süden, dann musst du nach rechts abbiegen. Okay, warte. Ja. Dann wieder nach rechts. Ja. Das nächste Mal links. Ja. Dann gerade weiter. Und ja. Dann wird Ihre Wegbeschreibung etwas unklar. Sie sind nicht ganz sicher, dass sie richtig ist. Aber bis dahin bist du sich halbwegs sicher. Okay. Wenn du möchtest, kannst du hier noch einmal von deinem Proviant essen. Das mache ich auch. Du kriegst allerdings nur 2 Punkte wieder, weil du das mit ihnen teilen musst. Das wäre sonst unhöflich. Ja, ist okay. Dann verlässt du das Zimmer 291. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du es schaffst. Du stehst mitten auf einem Gang, der von Osten nach Westen verläuft. Im Osten ist dein totes Ende, das du genauer untersuchen kannst. 315. Im Westen liegt eine bekannte Wegkreuzung. Willst du diesen Weg einschlagen? Weiter bei 52. Ich. Nach Westen war? 52. Ich laufe aus nördlicher in südliche Richtung, ja? Ja, und du stehst jetzt auf dem Ost-West-Gang. Also kommst jetzt auf diesen Ost-West-Gang. Wenn du von Norden kommst und sollst nach rechts abbiegen, welche Himmelsrichtung ist das? Ich komme aus Norden, die auf dem Ost-West-Gang. Nach Westen. Sehr gut. Alles klar. Also, zu 52? Ja, ich will aber nicht so 52, weil ich da schon war. Ja. Bis jetzt. Vielleicht finden wir's. Ja, klar, natürlich. Du stehst an einer Abzweigung, an der von einem Nord-Süd-Gang ein Weg nach Osten führt. Gehst du nach Süden oder gehst du nach Norden? Alter. Das war Westen. Nochmal. Langsam. Ich krieg einen Knoten ins Hirn. So. Genau. Du bist durch diesen Ost-West-Gang jetzt. Ich bin jetzt von, ich komme von Westen und ich muss wieder rechts. Mhm. Dann wäre das Süden, richtig? Du kommst nicht von Westen, weil du musst das ja immer rumdrehen. Wenn du auf die Kreuzung gelangst, gelangst du dann aus welcher Richtung auf das Ding? Auf den Gang? Also, von Osten. Von Osten kommt. Dann wäre Richtung Norden rechts. Genau. Nochmal. Also nach Norden. Also nach Norden. Das ist die 354. 354. Das wäre mein zweites Rechts. Sicher nicht, ehrlich. So, okay. Ich habe Norden im Rücken. Dann nach Osten. Nein, du hast Süden im Rücken. Was? Ich hab Süden im Rücken. Was? Wie? Oh Gott! Das liegt nur am Rum, mein Gott, den ich mit beiden Händen da rausgeschöpft habe. Ich habe Süden im Rücken, dann ist es Westen. Du befindest dich an einem Punkt, an dem der Weg einen Knick macht, entweder nach Westen oder nach Süden. Westen. Links nach Westen. 308. Nein, oh Gott, es wird alles schlimm. Du stehst an der Kreuzung. Der Gang nach Westen macht noch ein paar Metern eine Biegung nach Norden. Der nördliche Gang endet an einer Tür. Der östliche Gang klickt nach einiger Zeit nach Süden ab. Nach Süden führt, soweit du sehen kannst, geradeaus. Du gehst nach Westen,
Nach Norden, nach Süden oder nach Osten? Ich gehe geradeaus. Das ist dann? Süden. Nein. Hast du doch gerade gesagt, oder? Nein, der führt nur geradeaus. Der Gang nach Süden führt geradeaus. Also. Du kommst, du gehst Richtung Westen, kommst also aus Osten, hast damit den Osten im Rücken. Mal angenommen, du würdest weiter geradeaus gehen. Dann gehe ich nach Westen. Dann wäre das die 187. Die 187, Alter. Warum sagst du auch, der führt geradeaus? Ja, ich will geradeaus. Ich habe nur gesagt, was hier steht. 187, okay. Du stehst an der Ecke einer Wegbiegung. Im Norden scheint der Weg nicht weiterzuführen. Willst du ihn trotzdem genauer erforschen? Weiter bei 171. Gehst du lieber nach Osten? Weiter bei 308. Nein. Oh, ich hatte die 171 schon. Und bin ohnmächtig geworden. Und die 308 ist wieder zurück. Ich verstehe das nicht. Vielleicht haben die dich nur verarscht. Das Lied zuckt gerade mal beeindruckend. Können wir uns bitte einfach darauf einigen, dass wir im Labyrinth versterben? Bitte. Bitte. Zeig mir mal deinen Plan. Ich will deinen Plan sehen. Mein Plan besteht hier aus diesen Zahlen. Das ist kein. Entschuldige, es macht überhaupt keinen Sinn, so eine Map anzulegen. Wieso nicht? Weil das keinen Sinn macht. Das habe ich schon früh gelernt. Du kannst doch eine Map anlegen, indem du dann die Zahlen reinschreibst. Dann weißt du, wo du lang musst. Ja, vielleicht würde ich das auch tun, wenn ich halt die Möglichkeit hätte, das zu lesen und vor meinen Augen zu sehen. Ach, jetzt bin ich's, weil ich dir vorlese und das nicht sauber tue. Habe ich das richtig verstanden? Das bescheuerte Kacklabyrinth, ehrlich. Ist das bescheuerte Kacklabyrinth, das ist auch schön. So, bei der 308 bin ich wieder bei dieser blöden. Bin ich wieder bei dieser Tür. Aber bei der 71 werde ich wieder ohnmächtig. Also die 308, es bringt ja nichts. Die 308, ja. Westen, Norden, Süden, Osten. Nummern. 187, 54, 160, 354. Du bist raus. Ich finde deinen Plan übrigens super. Also wenn du dir so Wege merkst, mein Schatz, dann ist das sehr beeindruckend. Okay. 54. Da war ich auch schon so oft. Ich weiß gar nicht, ob da noch was anderes rausfällt. Die 187. Der Chat hat langsam echt Mitleid und ich soll dich daran erinnern, dass du ja noch deine Spielerwillkür hast. Vielleicht. Was? Spielerwillkür? Die wurden. Nee, es war ein Reroll. Okay. Es war ein Reroll. Ja. Aber ich kann man das ja auch so. Ich würde mich wahnsinnig ausgehen. Gerne aus diesem Labyrinth auszaubern, bitte, Ehemann. Na gut. Okay, also ich sage dir, wo wir dann jetzt im Endeffekt hin müssen, damit es zumindest noch ein bisschen spaßig wird. Ist das okay? Okay, ja, fein. Okay. Also, vor dir verschwimmt die Welt und du erwachst. An einer völlig anderen Stelle. Der vor dir liegende Gang führt eine Zeit lang nach Norden. Unterwegs kannst du irgendwo Halt machen, um etwas zu essen. Dann beschreibt er einen Bogen nach Süden und wird allmählich immer schmaler. Du kommst an einen kleinen Felsdurchschlupf und musst dich bücken, um ihn durchzukriechen. Auf der anderen Seite des Durchschlupfs hältst du inne und siehst dich um. Du bist in einer großen Höhle, deren entgegengesetztes Ende ein pechschwarzes Dunkel getaucht liegt. Die Höhle wird teilweise von natürlichem Licht erleuchtet, das durch ein Loch in der Decke hineindringt.
Als du die Höhle mit deiner Laterne ausleuchtest, hörst du ein Rumoren. Ein mattes Glühen zuckt durch die Dunkelheit. Plötzlich schießt ein Feuerstrahl aus der Tiefe der Höhle, der dich um ein Haar verfehlt und den moosigen Bewuchs der Felswände versenkt. Du wirfst dich flach auf den Boden und als du aufblickst, siehst du einen gigantischen Drachen, der aus der Dunkelheit auf dich zukriecht. Rauchkringel steigen ihn aus den Nüstern. Sein schuppiger roter Panzer glitzert wie lackiert. Das Ungeheuer ist etwa 15 Meter lang. Willst du es bekämpfen? Nein, Tim. Nein, ich habe nicht vor, den Drachen zu bekämpfen. Dann kannst du fieberhaft überlegen, ob es eine andere Möglichkeit gibt, es anzugreifen. Also entweder mit Schwert oder andere Möglichkeit. Was? Ich will es nicht angreifen. Ich will wegrennen. Also du hast nur diese zwei Möglichkeiten. Du machst jetzt aus mir Drachenfutter, oder was? Ja, du hast so Gnade gebeten, ich bitte dich. Also, ziehst du dein Schwert und rüstest dich für den Kampf oder du überlegst fehlerhaft, ob du eine andere Möglichkeit gibt, es anzugreifen, 126. Ich ziehe mein Schwert und kämpfe. Es reicht. Gib's mir. 152. Der Kampf beginnt. Drache, Gewandtheit 10, 12 Stärke. Oh, gut würfeln. Eine 12, das sind 23. Okay, dann geht er mal auf 10. 15. Und das sind 9 und das sind 20. Er geht auf 8. Du bekämpfst einen 15 Meter langen Drachen, als wäre es nicht. Ja, ja, das sind 16. Das sind 21. Klatsch. Ja. Oh, oh. Komm. 22. Ehrlich, 21. 2 Punkte Schaden. Ja, ja. 17. Das sind 18, 19. Er geht auf 6. Das sind 6 und 17. Auch 17? Komm schon! 15? Ha! Das sind 20. Geht er auf 4? Nein. 14? Auch 14. 18? Ach, nee, den kriegst du. Das sind 11. 17? Komm, los jetzt. 18? Nein, ernsthaft. Bei wie viel bist du jetzt? Bei 7. Komm schon. Ah! 21? Nein. 14. Da bin ich drüber. 19. Okay, er geht auf 2. Wie viel hast du noch? 5. 21? Siebzehn? Auch 17. Wiederholen. 18? Auch 18. Wiederholen. 17? Den kriegst du. Ich habe noch einen Lebenspunkt. Ich hab noch einen. 15. Ich schaff's. Okay, das sind 15, 16. Ich nehme meinen Stärketrank. Gul, 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 gul. Okay. 371. Der macht mich wieder ganz voll, ne? Genau. Oh. Kackdrache, ehrlich. Was, wo sind wir? 371. 371, okay. Du kriegst 3 Glückspunkte wieder, falls dir das hilft. Nee. Dann geht's weiter bei der 274. Das ist 274. Okay. Du verlässt die Höhle durch einen langen, schmalen Gang. Nach einigen hundert Metern endet er an einer großen Holztür, die einen Spalt offen steht. Vorsichtig schiebst du sie ein bisschen weiter und steckst den Kopf durch, um zu sehen, was dahinter liegt. Du erblickst einen kleinen alten Mann, der allein an einem Tisch sitzt und mit einem Päckchen Karten spielt. Mit seinem Bart und den grauen Haaren sieht er eigentlich recht harmlos aus. Was wirst du tun?
mit gezücktem Schwert durch die Tür stürmen, um den alten Mann zu überrumpeln, an der Tür klopfen, dann eintreten und den alten Mann höflich begrüßen, dich auf alle Vieren niederlassen und versuchen, unbemerkt in den Raum zu kriechen. Ich werde mit gezücktem Schwert in den Raum stürmen, weil dieser Drache, der beschützt ja irgendwen und das ist bestimmt der Hexenmeister mit seinem magischen Kartenspiel. Die 324? Ja. Die 324. Als du durch die Tür stürzt, wendet der alte Mann sich halb um dich anzusehen, scheint jedoch nicht im Mindesten über dein Eindringen beunruhigt. Plötzlich ist er verschwunden. Dann erscheint er wieder. Diesmal lehnt er an der Wand. Und als du dich blitzschnell nach ihm umdrehst, lacht er. Aber das ist nicht das brüchige Gekicher eines Kreises, sondern das schallende Gelächter eines sehr viel jüngeren Mannes. Wieder verschwindet er, wieder erscheint er in einer anderen Ecke des Raumes, sieht dich unverwandt an und verhöhnt dich mit seinem bösen Gelächter. Du wirbelst gerade noch rechtzeitig herum, um ihn wieder verschwinden zu sehen. Diesmal scheint er über deinem Kopf in der Luft und schwebt langsam auf dich hernieder. Sein durchdringender Blick jagt dir Schauer über den Rücken. Weiter bei 358. Und wo ist das Kartenspiel? Wo ist das Kartenspiel? Und was ist mit den Samthandschuhen? Für den Kampf, der dir bevorsteht, wirst du all deine Kraftreserven und deine ganze Schlauheit brauchen. Dein Gegner ist wieder verschwunden und steht jetzt am anderen Ende des Raumes vor einer Tür mit zwei Schlössern. Wie wirst du dich ihm nähern? Du umklammerst dein Schwert mit festem Griff und gehst auf ihn zu. Du suchst in deinem Beutel nach einer brauchbaren Waffe. Du blickst dich im Raum nach einer anderen Angriffs- oder Verteidigungsmöglichkeit um. Ich blicke mich im Raum um. 389. Versuche dein Glück. Ja. Also sinkt dein Glück um einen Punkt? Ich weiß. Weiter bei 289. Mein Glück ist jetzt nur auf 8. Was, 289? Von Panik ergriffen siehst du dich um, kannst jedoch nichts entdecken, das dir weiterhelfen könnte. Plötzlich bleiben deine Augen an dem Päckchen Karten hängen, mit dem er bei deinem Eintreten gespielt hat, und dir fallen die Gerüchte und Geschichten ein, die die Leute dir im Dorf erzählt haben. Der Hexenmeister bezieht seine Macht aus seinen Karten. Der Zauberer registriert dein Interesse an ihn und stürzt gleichzeitig mit dir auf den Tisch zu. Du erreichst ihn als Erster. Lass sie liegen, schreit er, wenn du nicht meinen heiligen Zorn erregen willst. Doch du lässt dich nicht beirren und setzt mit deiner Laterne eine Karte in Brand. Er stößt einen wilden Schrei aus und fleht dich an, die Karten in Ruhe zu lassen. Doch du verbrennst eine nach der anderen und währenddessen schrumpft der Hexenmeister immer mehr zusammen. Yes. Als die letzte Karte in Flammen aufgeht, steht er dir als gebrochener Mann gegenüber. Mein Buch, krächzt er und versucht, die Tür am anderen Ende des Raumes aufzuschließen. Du rennst mit gezogenem Schwert nach ihm und stürzt dich auf ihn. Es kommt zum Kampf. Der Hexenmeister hat nur noch Gewandtheit 7. Der Arme, du erschlägst einen armen Gebrochenen von seinen Karten. 20. Den zweiten. Okay, ich komme auf 15. 20. Platz. Dann hat er noch Stärke 10. Aber er wehrt sich tapfer. 20. Also das tapfer nützt aber nicht viel. 21. Okay, du schlägst ihn einfach ganz brutal nieder, nachdem du dich mit seinem Drachen da so lange abgearbeitet hast. 11. 19. Okay, 16. Okay, da hat er mich gekriegt. Da hat Klatsch. Er mich gekriegt. Moment. Oh, das ist schön, das sind 19. Er hat doch 2 Punkte. Oh, 18. Ja, da hat er mich nochmal gekriegt. Klatsch. Ich krieg dich. Oh. 18. Oh. Nee, 17, entschuldige, 17. Egal. Er hatte 10. Okay. Wenn du gewinnst, geht es weiter bei 396. Ja. Nachdem du jetzt den Hexenmeister besiegt hast, weißt du, dass du fast am Ende deiner Schatzsuche angelangt bist. Du näherst dich der Tür mit den zwei Schlössern. Doch weit und breit ist kein Schlüssel zu sehen. Du holst zwei Schlüssel aus deinem Beutel und versuchst, ob sie passen. Sie lassen sich drehen. Du öffnest die Tür und spähst hinein. Weiter bei 242. Hast du keine Schlüssel, kannst du versuchen, die Tür aufzubrechen, doch sie kostet dich eine Menge Kraft. Also hast du ja zwei Schlüssel, richtig? Mhm. Ja. Zwei hast du ja geschafft.
242. Die Tür führt in einen kleinen, schwach beleuchteten Raum. Die Wände sind mit reich verzierten Behängen bedeckt, die in Gold und Silber gefasst sind. In einer Ecke brennt eine Kerze, die ihr Licht auf einen niedrigen Tisch in der Mitte des Zimmers wirft. Auf diesem Tisch steht eine große Truhe. Du näherst dich ihr und betrachtest sie von allen Seiten, als plötzlich aus dem Nichts ein sonderbares Geräusch an dein Ohr dringt. Es hört sich an wie ein Donnergrollen vor einem Sturm. Du stellst fest, dass die Truhe mit drei Schlössern gesichert ist. Je näher du ihr kommst, umso lauter wird der Lärm. Wirst du versuchen, die Truhe mit einem Schwerthieb zu öffnen? In deinen Taschen nach passenden Schlüsseln wühlen. Tja, ich habe nicht genug Schlüssel. Was machen denn die Nummern bei den Schlüsseln eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe zwei Schlüssel. Ich versuche trotzdem mit den zwei Schlüsseln. Vielleicht kann man die Schlösser hintereinander öffnen. Gucken wir nach. 139. 139. Während deines Abenteuers bist du auf einige Schlüssel gestoßen und hast hoffentlich ein paar eingesteckt. Drei dieser Schlüssel darfst du benutzen, um zu versuchen, die Schlösser an der Truhe zu öffnen. Jeder Schlüssel trägt eine Nummer. Um festzustellen, ob du die richtigen Schlüssel hast, musst du ihre Nummern zusammenzählen. Die Summe gibt dir die Station an, an der es weitergeht. Dort wird sich herausstellen, ob du die richtigen Schlüssel gewählt hast. Wenn du keine drei nummerierten Schlüssel besitzt, ist dies das Ende deiner Reise. Du sitzt auf der Truhe und fängst zu heulen an, als dir klar wird, dass du deinen Weg noch einmal von vorne beginnen musst, um an die Schlüssel zu gelangen. Ende. Ach, ich liebe in diesen Büchern einfach auch dieses. Tja, Pech gehabt. Diesen nur ganz schwach übertünchten Hohn. Der ist übrigens motivierend. Also nur für den Fall. Ah ja, genau. Ja, doch. Also ach, ja. Nur für den Fall, dass ihr euch da draußen fragt, wieso zum Teufel machen die das mit dir? Das ist Motivation. Also so hat man in den 80ern sehr erfolgreich eine ganze Generation dazu motiviert, dieses Buch mehrfach zu spielen und danach sich alle weiteren Bände zu kaufen. Das war, weil es in den 80ern noch kein Netflix gab. Sorry. Ja. Und weil man zu jung war, um mit irgendwem rumzumachen oder ich weiß bitte nicht, weil es draußen geregnet hat und man nicht zu den Pferden konnte. Also aus solchen Gründen hat man, also einfach weil man zu viel Zeit hatte. Also hey, du hast selbst gesagt, ihr habt das ganz oft und immer wieder gerne gespielt. Also komm, hey, und ich fand es wirklich lustig. Das war großartig, du warst so gut. Wenn du nicht von Anfang an gesagt hättest, nee, ich gehe nirgendwo rein, ich brauche gar keine Schlüssel. Wer hätte denn ahnen können, dass die direkt am Anfang sind? Ja? Und dann später gab es keine Möglichkeit mehr, irgendwo reinzukommen. Ja? Ich dachte halt, ich sneak da so ein bisschen rein, sehe zu, dass ich da heimlich ein bisschen vorankomme und dann. Ja, man muss ja zugeben, dass das Buch ist ja gar nicht darauf ausgelegt, dass du es wirklich beim ersten Mal schaffst. Das sagt es dir ja auch direkt, sondern es will ja eigentlich dich dazu nötigen, dass du es oft weißt, wo es dann irgendwie noch hingeht und so. Aber ich fand das auf jeden Fall großartig. Danke dir, mein Schatz. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also, und es ist. Ich danke dem Chat, dass sie mich aus dem Labyrinth befreit. Auch wenn es völlig umsonst war, der Strache mich fast verhapst hat. Oh. Ohne den heiligen Chat hätte ich es nicht geschafft. Der heilige Chat. Das war großartig. Das hat echt Spaß gemacht. Und das ist wirklich sehr, sehr ähnlich dem. Dem Brettspiel, also auch was die Räume angeht und die Gestaltung und so weiter und so fort, das ist cool. Also das jetzt so in Kombination zu haben innerhalb von, ich weiß nicht, was waren es jetzt, 14 Tage, 3 Wochen, war echt cool. Das hat echt Laune gemacht. Das hat war das nicht Laune. Letzte Woche? Dass ihr nee, das letzte Woche haben wir Talisman haben? Gespielt. Letzte Woche haben wir Talisman. Ah, okay. Gut, so, damit sind wir auch am Ende für den heutigen Abend angekommen. Lieben Dank, dass ihr uns so tapfer durch das Labyrinth des Hexenmeisters begleitet habt und meine Frau da rausgelassen habt, indem ihr sie dann nochmal gemeinerweise mit dem Drachen abkämpfen lassen, um sie dann von dem Hexenmeister mal so richtig verarschen zu lassen.
Wobei, nee, den Hexenmeister hat sie ja besiegt, der war ja billig. Aber ihr dann zu sagen, so, ey, zwei Schlüssel reichen nicht. Batsch. War cool. Ey, so ein bisschen Frust, motiviert, spielen wir morgen Abend direkt nochmal. Also, das ist schon klar. Und dann sagen wir euch auch, wie es ausgegangen ist. Also der Chat, ja, der wünscht sich, dass ihr nächstes Mal, wenn ihr das spielt, bitte die Rollen tauscht. Ja, mal gucken, vielleicht machen wir das mal. Bescheidet. Ich bin schwer dafür. Ich bin schwer dafür, dass wir das machen. Ja, mal gucken. Vielleicht machen wir das mit dem Buch, vielleicht machen wir das noch mit einem anderen. Mal schauen. Wenn ihr Spaß an solchen Sachen habt, wie gesagt, lasst uns wissen, schreibt es uns in den Chat. Lasst uns auch gerne Daumen hoch da, Abo, Glocke, links, oben, rechts, links. Ich habe ja von so Sachen keine Ahnung, find's aber geil. Und wir freuen uns wie Bolle, weil so können in dem Fall wir und ich unseren Kindern erzählen, wieso wir nicht zu Hause sind, sondern stattdessen hier in der Firma sitzen, um zu arbeiten. Einfach, weil das total wichtig ist, damit wir euch mit coolem Kram unterhalten können und dabei einfach mal ganz nebenbei Spiele spielen. Also, was ich den Kindern erzählt hatte, war übrigens, dass ich dich so selten sehe, dass ich heute Abend mit dir streamen muss, damit ich dich sehe. Ja, auch das ist eine harte Wahrheit. Und auch das liegt nur daran, dass ihr das hier so geil findet. Deswegen machen wir das so viel. Weitermachen. Großartig. Richtig, richtig cool. Lieber Ingo. Ja. Ich glaube, das war es schon jetzt für diese Woche, ne? Damit sind wir am Ende für diese Woche angelangt, oder? Für diese Woche ja. Aber wir haben nächste Woche ganz schön vollgestopft. Da kann ich euch schon mal ein bisschen was erzählen, was kommen wird. Ja. Haha. Wir haben nämlich am Montag, wie gehabt, die alten Männer. Dann am Dienstag haben wir einen Redax Insight geplant. Ich glaube mit Alex und Nico. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Am Mittwoch haben wir ein Alien Let's Play. Haha. Und am Donnerstag steht ein Vlog an. Noch vom Januar. Vlog. Genau. Also richtig Programm und danach sogar, glaube ich, noch ein Artstream, oder? Irgendwie an irgendeinem Tag, oder? War da nicht? War da auch noch? Keine Ahnung. War da nicht noch? Egal. Also, könnte auf jeden Fall. Vielleicht liege ich da auch falsch. Ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall ist nächste Woche echt Programm. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also. Es lohnt sich, jeden Tag einzuschalten und es lohnt sich auch, das kontinuierlich zu tun. Und da würden wir uns natürlich super, super, super drüber freuen. Und außerdem haben wir dann auch ganz ernsthaft eine coole Überraschung für euch, auf die wir uns schon sehr, 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 sehr freuen. Also ich bin mir sehr sicher, dass es euch super gefallen wird. Wie siehst du das, Ingo? Das wird doch cool, oder? Ja, auf jeden Fall. Ha, da bin ich auch echt mal gespannt, was ihr sagt. Ich weiß es auch. Es wird mega. Also seid gespannt, es lohnt sich auf jeden Fall nächste Woche einzuschalten. Das wird jeden Tag wieder was sehr Eigenes, was sehr Besonderes. Und ab da sowieso es gibt einige coole Änderungen. Aber schaut es euch einfach an, das macht viel, viel mehr Laune. In diesem Sinne, lieben Dank an dich, liebe Vio. Es war großartig. Es hat tierisch viel Laune gemacht. Und dein Zettel, den werde ich im Leben nicht vergessen. Ich habe keinen Plan gemacht. Ich habe Zahlen aufgeschrieben. Ey. Das sah aus, als hättest du dich an Numerologie versucht. Also, das war schon sehr geil. Ja, vor allem, ich sitze an Katas Schreibtisch und sie hat hier so einen nette Matte, auf die du schreiben kannst. Und ich habe zwei Blätter vollgeschrieben. Solange bis der Chat nicht befreit hat. Wie gesagt, also genau, bis der Chat nicht befreit hat. Davon, ne? Also ja. Links, rechts, oben. Dass man hier, ne? Dass man hier auch nicht seine Socken aufrubbeln konnte oder seinen Webschal in dem Labyrinth verstreuen konnte, das war auch so echt fies. Oder ich war schon kurz davor, mir, weiß nicht, die Pulsschlagadern aufzuschlitzen und mit Blut an der Wand lang. Vielen Dank an dich, lieber Ingo, dass du uns hier so super unterstützt hast. Es war großartig, es war ein Riesenfest. Das adaptierte Spielen sozusagen an der Stelle. Super geil. Und natürlich Dank an euch, dass ihr uns hier so zahlreich begleitet und unterstützt habt. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, egal was ihr macht, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Tschüss.